Also, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie erneut im virtuellen Raum jetzt zum Start der Vortragsreihe vom Reiz der Sinne im Jahr 2022. Mein Name ist Rainer Rosenzweig. Sie kennen mich vom Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices. Für das stehe ich hier auch, das als einer der Veranstalter fungiert. Vielleicht zu Beginn schon der wichtige Hinweis: Diese Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wir planen dann diese Aufzeichnung auch später, vielleicht ganz oder in Teilen, auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie sich also heute melden oder wenn Sie mitdiskutieren möchten, können Sie das entweder über den Chat tun, dann gebe ich die Frage dann weiter, oder Sie bitten um das Wort. Wenn Sie dann möchten, dass Sie nicht mitgeschnitten werden, dann sagen Sie das einfach, dann stoppen wir das oder geben Sie das über den Chat an. Wir können das dann auch hinterher rausschneiden, so dass dann nichts mehr übrig bleibt. Wer jetzt traurig ist, dass wir uns nicht im Kuppelsaal des Nürnberger Planetariums befinden, dem geht es dann so wie dem Jürgen Sadurski vom Planetarium, der ist nämlich unter uns, hätte Sie alle sehr gerne in seinem Haus begrüßt. So grüße ich ihn jetzt stellvertretend für den Mitveranstalter dieser Reihe, das Bildungszentrum Nürnberg. Partner der Reihe ist auch in diesem Jahr wieder die Giordano Bruno Stiftung, eine Denkfabrik des evolutionären Humanismus. Wer jetzt nicht traurig ist, weil er oder sie aus der Ferne dabei ist und nicht die Möglichkeit gehabt hätte, für den Vortrag extra nach Nürnberg anzureisen, sei natürlich ebenfalls ganz herzlich begrüßt. Zusammen mit dem Hinweis, dass auch der nächste Vortrag in 2 Wochen, also am 22. Februar, auf jeden Fall noch online stattfinden wird. Ob die letzten beiden Vorträge dann der Reihe am 8. und am 15. März im Planetarium stattfinden können oder nicht, oder ob die dann auch nochmal online stattfinden müssen, werden wir beim nächsten Termin, also am 22. Februar, dann wohl auch genauer wissen. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, jetzt Vorsicht walten zu lassen und sind natürlich insbesondere auch unseren Referenten dankbar, dass sie sich darauf eingelassen haben. Die es natürlich auch sehr bedauern, dass sie jetzt nicht im Planetarium sein können. Das müssen wir dann irgendwie bei nächster Gelegenheit mal nachholen. Im Wechsel in dieser Reihe begrüßen Sie meinen Kollege Helmut Fink aus dem Cortices-Team und ich selbst. Also heute bin ich dran. Nächstes Mal ist dann Helmut Fink dran. Und bitte denken Sie daran, dass wir aus Gründen der Handhabbarkeit oder der Usability keine Eintrittsgelder verlangen. Umso dankbarer sind wir also von Spenden und Unterstützung aller Art aus Ihren Reihen. Ich versuche das jetzt mal hier irgendwie in den Chat hinein zu posten, wie Sie uns spenden können. Ich hoffe, das kommt jetzt auch irgendwie alles richtig an. Dort können Sie, wenn Sie uns unterstützen möchten, uns das auch mitteilen. Wir bedanken uns schon mal im Vorhinein für Ihre Unterstützung, so dass unsere Kosten, die wir dann bei der Vorbereitung und Durchführung von solchen Reihen dann eben auch haben. Aufgrund der Gemeinnützigkeit sind natürlich die Spenden an unser Institut steuerlich absetzbar. Jo, heute steht also jetzt die Reihe vom Reiz der Sinne auf dem Programm. Die Reihe startet heute. Wahrnehmung und Gehirn ist deren Untertitel und in jedem Jahr wählen wir ja einen besonderen Schwerpunkt, so auch dieses Mal. Wer genau genug versteht, wie unsere Sinne und wie unser Gehirn funktionieren und wie sie in ihren Grundzügen aufgebaut sind, nur der kann damit beginnen, menschliche Fähigkeiten dann auch ja, nachzubauen oder sowas Ähnliches zu tun. Ja, in den Vorträgen dieser Reihe wollen wir Expertinnen und Experten über die Schulter gucken dabei und wir wollen zusehen, wie die Wissenschaft dabei vorgeht. Man könnte also sagen, das Motto lautet vom Reiz der Sinne zur technischen Simulation. Im Vortrag in 2 Wochen zum Beispiel geht es darum, wie wir mit Belohnungen unsere Entscheidungen beeinflussen und wie man dieses Prinzip, nämlich Spaß zu empfinden, ja, und die Belohnung dann auch als solche zu empfinden, auf künstliche Intelligenzen übertragen kann. Spannendes Thema. Ein weiterer Vortrag am 8. März beschäftigt sich mit den Sinnen der künstlichen Intelligenzen, wie weit denn die schon sind. Und zum Abschluss der Reihe geht es dann am 15. März inmitten der Internationalen Woche des Gehirns, der sogenannten Brain Week, dann um nichts weniger als um die Vermessung des Gehirns. Also, Sie dürfen sich freuen auf die Reihe vom Reiz der Sinne. Zum Auftakt der Reihe steht heute nun die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine im Fokus und dabei vor allem Frust, Freude und Begeisterung, die entstehen, wenn Mensch auf Technologie trifft. Ich nehme an, vor allem auf der Seite des Ersteren.
Es geht also um das, was Fachleute als Usability bezeichnen. Und zwei dieser Experten, die wir dazu eingeladen haben, darf ich heute als Referenten begrüßen. Michael Burmester ist Psychologe und er ist Professor für Ergonomie und Usability an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Er leitet das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Usability, so heißt es, des Bundeswirtschaftsministeriums, genauer des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es ja inzwischen heißt. Seine Forschungen drehen sich um diese Mensch-Maschine-Schnittstelle, das Usability Engineering und das Interface Design. Unterstützt wird er in seinem Vortrag von seinem Mitarbeiter Manuel Kulzer, der an dem genannten Kompetenzzentrum als KI-Trainer tätig ist. Wen genau er dort trainiert, wird er uns dann sicherlich gleich verraten. Besonders interessant finde ich, in seiner Masterarbeit untersuchte er die Entstehung von Begeisterungserlebnissen bei der Nutzung von Technologie. Na, da sind wir jetzt sehr gespannt. Psychologie trifft Technologiegestaltung über Frust, Freude und Begeisterung zur Zukunft der künstlichen Intelligenz. Herr Burmester, Herr Kulzer, schön, dass Sie da sind. Herr Burmester, wir haben vereinbart, Sie beginnen. Insofern haben Sie jetzt das Wort. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen einen Vortrag halten können. Und jetzt schalte ich auch gleich mal meinen Vortrag hier ein. Einen kurzen Moment. So, ja, wir wollen heute ein bisschen über User Experience reden und die Frage eben, wenn Psychologie auf Technologiegestaltung trifft. Sie haben jetzt ganz häufig Usability erwähnt. Die beiden Begriffe User Experience und Usability haben eng was miteinander zu tun. Und wir versuchen heute gemeinsam so ein bisschen deutlich zu machen, wie da das Spannungsfeld ist und was eigentlich das eine meint und was das andere meint. Und wir hoffen, dass wir das so ein bisschen gut darstellen können. Vielleicht ein kurzer Überblick, was wir so vorhaben. Das heißt, unsere Agenda, wir haben das in zwei Teile aufgeteilt. Den ersten Teil werde ich etwas stärker übernehmen und der Herr Kulzer hat so einzelne Teile dann davon. Und dann machen wir es umgekehrt. Er übernimmt den zweiten Teil, wo es um künstliche Intelligenz dann geht. Ich kümmere mich also eher um Frust und Freude und er wird sich dann um künstliche Intelligenz kümmern und wir versuchen dann gemeinsam auch wieder einen Bogen zu schließen, wo wir künstliche Intelligenz mit diesem Aspekt der Freude auch zusammenbringen. Und die Freude liegt ja immer bei denen, die sowas nutzen, die Technologie wie künstliche Intelligenz dann auch nutzen. Und dann würden wir jetzt mal anfangen. Und zwar geht es als erstes mal los mit Beispielen, die wir zeigen wollen, wie praktisch Technologien überhaupt Emotionen wecken kann. Und da wir das so ein bisschen interaktiv machen, würde ich praktisch gleich bei dem ersten Thema an den Manuel Kulzer übergeben. Genau. Ja, das ist schon mal ein Beispiel von einer App, die ich selber auch persönlich verwende. Kann man auch finden im App Store. Mir geht es so, ich bin unglaublich schlecht mit Pflanzengießen zu Hause und deswegen habe ich meine App geholt, die mich erinnert an sowas. Nennt sich PictureVis. Ja, ist sogar eine KI-App und so der Clou daran ist, man macht einfach ein Foto von seiner Pflanze oder irgendeiner Pflanze und kriegt dann alle möglichen Daten, also die wird erkannt. Und dann kriege ich alle möglichen Daten und Hinweise, wie ich die zu pflegen habe, wenn ich das möchte. Jetzt habe ich hier rechts mal gezeigt, wie jetzt dieser erste Vorgang so aussah, als ich so eine Pflanze fotografiert habe und mir eben Erinnerungen einrichten wollte, dass ich rechtzeitig dran denke, die zu gießen. Also ging so los mit, ja, ich habe ein Foto von der Pflanze, kann es zu meinem Garten hinzufügen, also dann quasi in das, wo meine Pflanzen gesammelt sind. Und ja, nun dachte ich mir, okay, dürfte ja nicht weiter schwer sein, irgendwo kann ich doch bestimmt hier Erinnerungen hinzufügen. Hab dann eine Weile gesucht, so alle Menüs durchgeklickt, Buttons gedrückt, nicht gefunden. Fängt schon die leichte Genervtheit an. Gehe also zurück ins Hauptmenü. Okay, da stehen was mit Erinnerungen. Gehe ich ins Erinnerungsmenü hinein. So, dann wähle ich meine Pflanze dort aus, die ich fotografiert habe. Dann werde ich aber gefragt, selber einzugeben, wie oft ich die jetzt gießen sollte. Das habe ich mir nicht gemerkt. Also muss ich jetzt nochmal zurückgehen ins andere Menü und nachlesen, was jetzt eigentlich diese App empfohlen hat, wie oft ich die Pflanze gießen soll. Also in dieses Menü wieder rein. Wir merken, dann nochmal zurück auf Erinnerungen, also Hauptmenü, Erinnerungen, nochmal auf die Pflanze
und dann nochmal die Gießhäufigkeit einstellen. Und erst dann ist die Erinnerung eingerichtet. Das mag jetzt nicht weiter dramatisch klingen alles zusammen, aber hat mich in dem Moment stark genervt, vor allem, weil man doch meinen möchte, dass das eigentlich viel, viel einfacher geht, wenn man schon eine App hat, die das automatisch erkennt und auch selber weiß, wie oft ich die Pflanze zu gießen habe. Also das so einfach mal ein kleines persönliches Beispiel von einer App, die mich zumindest etwas irritiert hat in dem Moment. Noch ein weiteres Beispiel auf der nächsten Folie ist nicht von mir, sondern von einer früheren Version einer Berliner Verkehrs-App. Ist ein GIF, was jetzt einfach mal selber ablaufen wird. Geht es um jemanden, der sich eben hier neu registriert und dafür seine persönlichen Daten eingeben möchte. Das Beispiel habe ich einfach in der Recherche gefunden, also ist nicht von mir. Und jetzt werden wir gleich sehen, was dann passiert. Also soweit hier noch alles in Ordnung. Man gibt so seinen Namen ein. Und dann kommen wir zum Geburtsdatum. Ja, sieht eigentlich ganz okay aus, so eine Kalenderansicht. Aber je nachdem, wann man geboren ist, könnte man hier schon auf erste Schwierigkeiten stoßen. Also, ich glaube, die Person jetzt hier in dem Video, wenn ich es recht im Kopf habe, ist 1986 geboren. Und das kann jetzt eine Weile dauern. Ja. Also, noch ein kleines Beispiel einfach, wie eine App vermeintlich schön aussieht, gut gemacht ist, aber ja, dann doch das, was man erreichen möchte, in sehr weiter Ferne liegt. Und genau darum geht es bei dem Begriff Usability, den wir vorhin schon hatten. Also solche Momente, wo ich dann doch irgendwie Ärger verspüre, wo mich Systeme, Technologie nervt, anstatt dass er mich irgendwie weiterbringt. Ja, ich glaube, das läuft jetzt noch eine Weile, bis er da sein Geburtsjahr gefunden hat. Von daher bin ich mal froh, dass wir das nicht selber machen müssen und dass die App mittlerweile vermutlich verbessert wurde. Noch ein ganz anderes Beispiel, wie es in einer anderen Richtung aussehen kann. Das ist kein Video, aber das ist ein Ausschnitt aus meiner Forschung, aus meiner Masterarbeit. Da wurde ja schon erwähnt, da habe ich mich mit Begeisterungserlebnissen befasst oder genau gesagt mit Wow-Effekten, also wirklich, was man so gemeinläufig darunter versteht. Und ich habe da so eine Umfrage gemacht, was es so für Wow-Effekte gab für Leute, die da teilgenommen haben. Und ganz oft wurde zum Beispiel das erste iPhone genannt. Also es hieß, glaube ich, noch iPhone 3G oder irgendwas in der Richtung, iPhone 3, wie auch immer, ist jetzt schon 15 Jahre her. Aber das war offenbar so ein Produkt, da haben ganz viele Leute geschrieben, die waren total begeistert davon, total fasziniert. Heute ist es zum Teil unseres Alltags geworden, aber irgendwas hat dieses Produkt wohl anders gemacht, was eben ganz viele Menschen fasziniert und begeistert hat. Also das sind so die zwei Dimensionen, um die es heute geht. Zum einen Frust und Ärger, zum anderen eben diese Freude, Begeisterung, Faszination, die Technologie auslösen kann. Und ja, genau das sind die Themen, mit denen wir auch unseren Kompetenzen und Usability zu tun haben, womit wir Tag für Tag arbeiten. Und genau, was wir da alles tun, wird jetzt der Bundesrat weiter vorstellen. Okay, genau. Die zwei Dimensionen hat Manuel schon erwähnt gehabt. Das heißt, hier geht es einmal um dieses Thema Usability. Das war das, wenn es um Frust und Ärger geht. Das hängt damit zusammen, bei Usability geht es immer darum, dass man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Und die Annahme ist, dass ich das so erreichen kann, wie ich das gerne erreichen möchte, also vollständig und genau und so weiter. Und ein zweiter Aspekt kommt hinzu, dass ich dieses Ziel auch effizient erreichen möchte, nämlich so mit einem angemessenen Aufwand. Und wir haben das mal auf so eine kurze Formel gebracht und haben gesagt, es geht um das Einfachnutzen. Ich will mich nicht lange damit auseinandersetzen und ich möchte einfach drauf loslegen. Das ist so das, was Usability ausmacht. Es ist seit etwa 15 bis 20 Jahre ein neuer Begriff aufgetaucht, der heißt User Experience. Und bei der User Experience geht es sehr stark darum, wie erlebe ich diese Technologie? Und bei dem Erleben hat man mittlerweile festgestellt, und da gehen wir auch noch weiter drauf ein, dass das sehr stark von so einer Dimension, ich erlebe etwas positiv oder negativ, geprägt ist. Und deswegen haben wir hier gesagt, es geht uns darum, dass Dinge positiv erlebt werden. So, und jetzt haben wir schon gehört, wir sind ein Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum und heißen Usability, obwohl wir uns mit beiden Aspekten beschäftigen. Aber das war dann doch irgendwie zu lang. Und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat sich entschieden, einfach mal den Namen Usability zu nehmen. Es sind insgesamt 27 Zentren, die sich um die Digitalisierung des Mittelstands kümmern.
Das ist eine sehr wichtige Aktivität, weil der Mittelstand in Deutschland als eine wesentliche Säule der Wirtschaft gesehen wird und Digitalisierung soll in diesem Feld vorangetrieben werden. Und dazu gehört natürlich auch, wie Nutzende mit dieser digitalen Technologie umgehen können und wie sie diese erleben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil das führt auch dazu, dass sich eine Software oder eine App oder ein Gerät oder was auch immer das interaktiv ist, dass ich das akzeptiere, dass ich es vielleicht auch weiterempfehle, selber gerne nutze und so weiter. Und diese Aspekte versuchen wir kleinen und mittleren Unternehmen nahezubringen. Ja, und wer ist wir? Das sind insgesamt 14 Partner. Wir sind jetzt auch schon 4 Jahre unterwegs. Uns gibt es noch bis Ende dieses Jahres, dann endet die Förderung. Das Kompetenzzentrum läuft aber weiter. Es wird von einem gemeinnützigen Verein getragen, dem Usability in Germany e.V., der auch ein Partner ist für die Region Mitte. Wir haben also Deutschland in so 4 Regionen aufgeteilt und in jeder Region unterstützen Hochschulen, Universitäten, und andere Institutionen, mittelständische Unternehmen zum Thema Usability und User Experience. Und die Frage ist so ein bisschen, wie machen wir das eigentlich? Wir haben eine ganze Reihe von Angeboten. Das heißt, wir binden die Leute in verschiedene Befragungen zum Beispiel mit ein, um Themen zu eruieren, zum Beispiel wie Informationsbedarfe aussehen zu diesen Themen Usability und User Experience. Dann gibt es das KI-Trainerprogramm, zu dem wird der Herr Kulzer gleich noch was sagen. Wir stellen Materialien bereit, um im Prinzip Software und interaktive digitale Systeme so zu gestalten, dass sie eben einfach zu nutzen und positiv zu erleben sind. Wir versuchen Unternehmen und auch große Multiplikatoren, wie zum Beispiel Industrie- und Handelskammern, miteinander zu vernetzen und dieses Thema in den Zentrum von Veranstaltungen zu stellen. Wir führen Workshops durch, wo wir Methoden zum Beispiel lernen, wie man gestalten kann. Dann veröffentlichen wir zu diesen Themen, um auch dort genügend Wissen zu produzieren, das dann auch Unternehmen nutzen können und die Öffentlichkeit nutzen kann. Wir lassen Unternehmen in Dialog treten, weil manche Unternehmen machen interessante Erfahrungen und tauschen das untereinander dann aus. Wir organisieren selber Veranstaltungen und nehmen an Veranstaltungen, so wie heute zum Beispiel, auch teil, zum Beispiel eben mit Vorträgen. Und es gibt für Unternehmen auch so individuelle Angebote. Wir haben unterschiedliche Demonstratoren. Es gibt zum Beispiel einen Roboter-Demonstrator, wo Mensch-Roboter-Interaktion erlebt werden kann und gelernt werden kann, wie man die auch gestalten kann. Wir machen Pilotprojekte. Das sind kleine Projekte, wo wir gemeinsam mit Unternehmen versuchen, wirklich Projekte voranzubringen. Und es gibt große Umsetzungsprojekte, die laufen dann oft ein Jahr lang oder länger, wo sehr viel versucht wird zu erreichen, was dann für andere Unternehmen wie so ein Leuchtturm wieder zur Verfügung gestellt wird. Ja, Manuel, und jetzt kannst du noch was zum KI-Trainer sagen. Genau, ich halte es mal kurz. Also vielleicht ist es jetzt erstmal komisch, dass in diesem Kontext von Usability und UX noch irgendwie KI dazukommt. Hat im Wesentlichen mit der KI-Strategie der Bundesregierung zu tun. Und da hieß es eben, dass jetzt auf diese bestehenden Kompetenzzentren noch KI-Trainer, so wie ich jetzt, aufgestockt werden. Also im Endeffekt eben ja, Weiterbildungsangebote rund ums Thema KI. Deswegen machen wir eben beides. Und ja, bei uns zum Beispiel eben ein ganz breites Spektrum, angefangen von den Grundlagen, also was ist eigentlich KI, werde ich auch nach ein paar Worte zu verlieren, bis hin zu Entwicklungsworkshops für Deep Learning, Strategie und Spezialthemen. Genau. Ja, mein Thema zum Beispiel eben dieses Human-Centered AI, was ich nachher auch noch genau vorstellen werde. Ja, auch da haben wir wieder spezielle Angebote auf der nächsten Folie dann. Dann machen wir Pilotprojekte mit Unternehmen, die dann eben mal ausprobieren wollen, wie sie KI eigentlich gestalten können, konzipieren können. Mehr dazu, wie gesagt, nachher. Und auch sogenannte Proof of Concepts, also Machbarkeitsüberprüfungen, inwiefern sich irgendein Vorhaben, ein Anwendungsfall mit KI eigentlich umsetzen lässt und was man dafür braucht an Daten. Also das ist einfach so, was wir im Bereich KI mittlerweile so machen und ja, seit mittlerweile 2019 ziemlich erfolgreich da betreiben. Ja, aber genau. Ich glaube, so viel reicht auch schon erstmal zum KI-Trainerprogramm. Okay, genau. Und
Was heißt das eigentlich so in Zahlen, wenn wir solche Sachen machen? Wir haben in der Zeit jetzt, in der Laufzeit bis jetzt, das sind 4 Jahre, insgesamt 9 große Projekte laufen gehabt. Davon, beziehungsweise, und zusätzlich gab es abgeschlossene Pilotprojekte bis jetzt, das sind über 65 mittlerweile. Wir haben auch mal alle unsere Veranstaltungsbeiträge zusammengerechnet, das sind jetzt rund 550. Und mit all diesen Maßnahmen haben wir etwa hochgerechnet, etwa 25.000 Teilnehmer bisher erreichen können. Ja, das ist also von daher merkt man, so ein Kompetenzzentrum hat schon auch einen Impact so auf das, was in der Digitalisierung passiert. Aber jetzt zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ja, wir wollten uns ja mit Ärger und Freude auseinandersetzen. Da haben wir am Anfang jetzt schon ein paar Beispiele gesehen. Und jetzt ist einfach wie entsteht sowas eigentlich durch Technologie? Und was sind da eigentlich die psychologischen Grundlagen? Weil mit denen muss man sich auseinandersetzen tatsächlich. Und wenn man da mal so die Begriffswelt anschaut, dann kann man sagen, okay, mittlerweile ist User Experience, also das, wenn man es direkt übersetzt und so wie es auch in einer ISO-Norm festgehalten ist, das Benutzererlebnis, also ist nicht gegendert, ist Originalzitat aus der Norm momentan. Norm ist von 2020 wohlgemerkt. Und das heißt, das ist ein ganz zentraler Begriff, wo es ums Erleben geht. Wir haben schon, und das ist so rechts an der Seite, sieht man so ein bisschen so diesen Bereich Usability. Und Usability hängt ganz eng zusammen mit dem Begriff intuitive Nutzung. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Und da auf der anderen Seite haben wir als ganz wichtige Aspekte der Psychologie bei der User Experience die Emotionen. Während Usability sehr stark auf das Agieren, auf das Handeln, was mache ich mit Produkten, ist praktisch die User Experience sehr stark damit beschäftigt, wie erlebe ich das Ganze. Und beim Erleben spielen Emotionen eine ganz große Rolle. Und dann steht da noch so ein kleiner Böppel, das ist der Affekt. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Affekt und Emotionen, weil Affekt ist so eine ganz direkte, gefühlsmäßige Reaktion, die auf einer Dimension von negativ zu positiv gesehen werden kann. Es gibt also negative Affekte und positive Affekte, kann man übersetzen als es gibt negative Gefühle und positive Gefühle. Bei Emotionen ist das genauso. Wichtig bei Emotionen ist aber, da kommt immer ein sogenannter kognitiver Anteil dazu. Das heißt, ich habe noch eine Interpretation dazu. Also sowas wie Stolz ist ein positives Gefühl und das hat damit zu tun mit dem, was ich geleistet habe. Und diese Konstruktion zusammen macht dann eine Emotion aus. Und was ein weiterer wichtiger Begriff, der hängt unten rechts so ein bisschen in der Ecke, das ist das sind die psychologischen Bedürfnisse und wie die mit den Emotionen und Affekten zusammenhängen, da kommen wir jetzt im Folgenden drauf. Es gibt eine sogenannte Handlungstheorie, die wir hier sehen, das ist von Carver und Scheier, das sind zwei Wissenschaftler und die haben eine besondere Handlungstheorie. Viele Handlungstheorien setzen sich damit auseinander, wie Menschen Ziele erreichen können. Und Carver und Scheier sind einen Schritt weitergegangen. Die haben gesagt, ja, warum soll ich überhaupt Ziele erreichen? Und das haben die gesagt, diese Warum-Frage, die haben sie gesagt, das sind B-Goals. Da geht es um mein persönliches Sein auch. Ne? Und ich kann das so ein bisschen übersetzen. Zunächst mal muss die Frage geklärt werden eigentlich, warum soll ich eigentlich etwas machen? Und dann komme ich praktisch zu der Frage, was soll ich denn machen? Und welches Ziel habe ich denn jetzt, um praktisch mein B-Goal zu erreichen. Und dann gibt es noch die sogenannten Motor-Goals und das sind so die Sachen, wo es so wirklich um die kleinen Interaktionen geht. Das können wir hier jetzt am Beispiel nochmal sehen. Also wenn ich zum Beispiel ein Bedürfnis habe, ich möchte jetzt unterhalten, mir ist langweilig, ich möchte unterhalten werden, ne? Dann habe ich auf der Was-Ebene im Prinzip die Möglichkeit, eine Fernsehsendung anschauen oder ich kann mir Beiträge auf Instagram anschauen und durchscrollen. Und auf der Ebene der Motor Goals heißt das dann eben, aber um eine Fernsehsendung anschauen zu können, muss ich auf der Fernbedienung Tasten in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Und das ist dann mehr oder weniger gut gestaltet, wie auch der Manuel Kulzer bei dieser Scan-App für Pflanzen schon gezeigt hat. Das kann
sehr aufwendig sein, zum Beispiel. Und darum geht es hier. Und wenn wir über Usability reden, dann ist es eigentlich dieser Bereich sehr stark. Usability hat ein bisschen eingeschränkteres Weltbild und da geht es immer um das Erreichen ganz konkreter Ziele. Und wenn wir das jetzt mal anschauen, wie das sich in der Interaktion ausdrückt, dann könnte man jetzt so sagen, okay, wir haben ein System, mit dem interagiere ich. Was ist eine Interaktion? Interaktion heißt immer das Wechselspiel von Ein- und Ausgaben, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also Eingabe ist sowas wie auf eine Taste drücken oder eine Geste machen oder wenn Sie einen Sprachassistenten haben, ein Kommando sprechen. Das ist eine Eingabe und dann kommt eine Ausgabe von dem System. Das System zeigt irgendwas, tut irgendwas, lädt irgendwas runter und so weiter. Und dann kommt praktisch das nächste, wenn dieses Zwischenziel erreicht ist. So, das ist so das, was da abläuft. Jetzt haben wir gesagt, wir haben neben diesen handlungsorientierten und diesen Interagieren mit einem Produkt, haben wir auch diesen Aspekt, wie erlebe ich das Ganze eigentlich? Und dieses Erleben, da gibt es eine wichtige Dimension, die ich schon erwähnt hatte, das war, ist diese, ich kann etwas positiv oder negativ erleben, also von negativ über neutral zu positiv. Das nennt man auch Valenzdimension und das ist so diese Gefühls- oder Affektdimension. Das ist sehr spontan und jeder kann in jedem Moment über sich sagen, wie fühle ich mich gerade, positiv, neutral, negativ. Das kann man immer relativ gut sagen. Das ist auch wichtig, um überhaupt sich im Alltag zurechtzufinden. Und wenn man sich jetzt anschauen würde, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt mit einem Produkt interagiere? Ne? Jetzt haben wir praktisch auf dieser horizontalen Linie haben wir so den Zeitverlauf und dann habe ich eine Interaktion, die erlebe ich neutral, dann habe ich eine Interaktion, die erlebe ich negativ, dann wieder welche, die sind neutral, dann wieder welche negativ und so weiter. Und das ist so, wie sich im Prinzip das Handeln, also dieser Usability-Aspekt und das Erleben an einem Produkt verdeutlichen kann. So. Wenn wir jetzt sagen, jetzt sehen wir aber hier, es gibt negative Erlebnisse. Jetzt haben Studien immer gezeigt, bei so Technologieerlebnissen, was ist da eigentlich negativ? Und was man gesehen hat, das sind immer oder die allermeisten dieser Erlebnisse, dieser negativen Erlebnisse, sind Erlebnisse, wo ich etwas eben nicht einfach nutzen kann, wo es irgendwie kompliziert ist, wo ich einen Umweg gehen muss, wo ich nochmal jemanden fragen muss, wo ich nochmal nachschauen muss oder wie der Manuel Kulz bei seiner App gesagt hat, er muss nochmal in ein anderes Menü zurückgehen und nochmal nachschauen und nochmal vor und das dauert alles so lange und so weiter. Das ist so typisch, was dann anfängt. Er hat das so, es nervt mich genannt, also manche Leute ärgern sich darüber richtig, ne? Also sind frustriert. Und es passiert auch, dass da auch Angst entstehen kann. Zum Beispiel, oh Gott, kriege ich das jetzt noch hin? Schaffe ich noch mein Ziel zu erreichen? Zum Beispiel, wenn das Sachen sind, die mir wichtig sind oder so. Ne? Und das kann einen auch dann unter Druck setzen. Das kann Stress verursachen und so weiter. So, und jetzt hat man sich eigentlich in der Geschichte der Mensch-Computer-Interaktion immer schon gefragt, mein Gott, das kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist und so hart mit dem Computer umzugehen, das muss einfacher werden. Und die Wissenschaft, die sich dann damit auseinandergesetzt hat, das war eigentlich diese Usability-Forschung. Und das Ziel war immer, diese negativen Erlebnisse wegzubringen. Und da hat sich dann also erstmal gab es eine riesige Forschung dazu, da gibt es sehr viel Psychologie, nämlich wie bilden Menschen Ziele, wie verfolgen sie diese Ziele, was können Menschen schnell verstehen, was geht vielleicht sogenannt intuitiv, komme ich gleich noch zu, und was geht nur bei verstärktem Nachdenken. Jetzt nochmal vielleicht zum Begriff Intuition auch nochmal kurz, weil das ist auch so ein Schlagwort, was häufig genannt wird und eigentlich dann immer sehr positiv gesehen wird. Intuition heißt eigentlich, wenn man es wissenschaftlich betrachtet, dass ich ein Vorwissen, was ich schon habe, also was ich nicht erst noch lernen muss, aber was schon da ist, dass ich das einfach anwenden kann. Und einfach heißt in dem Moment, es wird mir nicht bewusst, ich kann es einfach so anwenden. Und das bedeutet eigentlich, dass wenn Sie mit einem Produkt umgehen und einfach
Sachen machen und sich eigentlich darum kümmern. Ne, nehmen Sie Ihr Smartphone, Sie wollen jetzt ein bestimmtes Lied tun oder etwas Video streamen und Sie machen ein paar Interaktionen und dann streamt es. Und Sie denken nicht großartig darüber nach, wie Sie das jetzt machen sollen. Immer in diesem Moment, wo Sie sagen, hups, wie ging das jetzt nochmal? Das ist ein Moment, wo Sie anfangen, darüber nachzudenken. Ne, und da schalten Sie praktisch so ein Problemlösesystem. Es gibt einen Psychologen, der heißt Kahneman, der sagt, das ist im Prinzip das langsame System. Da muss ich bewusst drüber nachdenken, da muss ich Probleme lösen. Und das schnelle System ist das, wo ich nicht drüber nachdenken muss, wo einfach die Sachen ablaufen, weil einfach Vorwissen abgespult wird. Und das gibt uns die Freiheit, uns eigentlich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und bei vielen interaktiven Systemen ist es eben so, dass wir uns ja im Prinzip gar nicht mit dem System selber beschäftigen wollen, sondern wir wollen uns eigentlich mit unserer Arbeit beschäftigen oder mit dem Erstellen einer tollen Playlist. Das ist das, was wir eigentlich machen wollen. Darüber wollen wir vielleicht auch bewusst nachdenken, aber wir wollen eigentlich nicht darüber nachdenken, welche Schritte ich jetzt da genau gehen muss. Das ist so der Trick. Und intuitive Nutzung gibt uns eigentlich die Freiheit, praktisch zum Beispiel eben kreativ zu werden, unsere eigentlichen Aufgaben zu verfolgen, einen Bericht in der Arbeit zu schreiben und sich eben nicht mit dem Textverarbeitungssystem auseinanderzusetzen und so weiter. So, und man hat im Laufe der Zeit einen Gestaltungsprozess dort entworfen, der nennt sich menschzentrierte Gestaltung und der ist international so vereinheitlicht und so stabil, dass der sogar seit 20 Jahren in der Normung etabliert ist. Es gibt eine DIN-Norm dafür, wer hätte das gedacht? Und vielleicht einen kurzen Blick, weil wie geht man da ganz typisch vor? Also es ist ein bisschen komplizierter jetzt, als wie ich das vorstelle, aber nur um Einblick zu geben. Was sehr wichtig ist, was man verstehen muss, wo werden Produkte eingesetzt und wer setzt dieses Produkt ein und was will diese Person eigentlich damit machen? Und wenn wir jetzt hier sagen, wir haben jetzt zum Beispiel hier eine Umgebung einer Werkstatt, da gibt es wahrscheinlich eine Auftragsverwaltung im Computer und so weiter. Und was man im Rahmen dieses Prozesses macht, dass man beobachtet, wie arbeiten eigentlich diese Leute mit solchen Systemen, wie arbeiten die Leute in ihrer Werkstatt zum Beispiel, was ist denen da wichtig? Und all das, das fließt ein in die Gestaltung dieser Produkte. Man nennt das fachlich auch Nutzungskontextanalyse und es gibt eine Methodik, die aus Beobachten und Befragen besteht, die nennt sich Contextual Inquiry. So, und dann kommt man zum Entwurf. Entwurf ist ein komplexes Geschehen, aber man fängt in der Regel ganz einfach an und sagt, was ich jetzt alles verstanden habe darüber, wer sind meine Nutzenden? Was wollen die machen? In welcher Umgebung machen wir? Was müssen wir da bedenken? Dann kann ich mir überlegen, was für ein Produkt und welche Abläufe sind da eigentlich sinnvoll? Und ein wichtiger Aspekt bei menschzentrierter Gestaltung ist dann, dass man es dann nicht gut sein lässt, wenn ich es mal entworfen habe, sondern dann geht es nämlich darum zu schauen, das, was ich entworfen habe, ist das eigentlich das, was die Leute wollen und auch verstehen können? Und dann macht man solche Untersuchungen, wo man sagt, die Leute arbeiten, wie sie in ihrem Alltag arbeiten würden. Jetzt, wir hatten eben das Beispiel von dieser Person, die eine Werkstatt, eine Holzwerkstatt hat. Wie würde die damit arbeiten? Mit dem, was ich entworfen habe. Und dann stellt man häufig da fest, wo es Probleme gibt und so. Und die Chance, die man dann hat, ist eben, das dann zu optimieren. Und das ist so, das nennt man in der Fachsprache iterative Entwicklung. Das heißt, man arbeitet in solchen Optimierungszyklen. Also verstehen, was die Leute machen wollen, was das für Leute sind, entwerfen und dann im Prinzip das Ganze, was ich entworfen habe, nochmal mit den Leuten zu prüfen und zu verstehen, wenn die da an welchen Stellen die Probleme haben und warum die diese Probleme haben. So können wir für Usability optimieren. Und da sind wichtige Schritte getan, um in so einen Bereich der intuitiven Nutzung zu kommen. Aber was Sie jetzt schon sehen können, ist, das läuft alles auf so einer Neutralebene ab. Ne? Also es ist alles so graue Böppel hier. Und die Frage, die man sich ja eigentlich dann stellt, ist, wir wollten eigentlich auch positives Erleben haben und reicht das nicht, wenn das gut nutzbar ist? Dummerweise nein. Also das heißt, was wir eigentlich auch wissen wollen, ist, wie können wir eigentlich durch Technologie positive Erlebnisse schaffen oder vielleicht sogar Begeisterung erzeugen. Ne? Und
das Interessante ist, das ist eine völlig neue Frage. Und man hat lange gedacht, Usability wäre praktisch, wenn die Usability super ist, dann sind die Leute auch super glücklich. Und das war nicht so. Die Leute machen dann einfach. Die merken gar nicht, dass sie mit dem Produkt umgehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für Usability. Aber man hat mir gedacht, aber wir wollen doch auch, dass die Leute das positiv erleben. Und was heißt das jetzt eigentlich? Wie entstehen eigentlich positive Erlebnisse? Wir kennen das aus dem Alltag vielleicht, ne? Wenn man ganz links schaut, so Videogames und so, ne? Das macht irgendwie Spaß, das ist spannend, ne? Da hat man Erfolgserlebnisse und das ist lustig und so weiter. Und es gibt aber auch Erlebnisse, die gehen weit über die reine Technologie hinaus. Ne? Also stellen Sie sich vor, Sie sind draußen auf dem Feld, es ist ein Sternenhimmel und Sie haben ein Teleskop und das ist vielleicht auch gesteuert und kann Ihnen bestimmte Sternkonstellationen zeigen und so weiter. Da entstehen nochmal ganz fundamentale, naturnahe Erlebnisse. Da gibt es übrigens auch eine ganze Forschungsrichtung dazu. Die liegen sehr, sind in der Nähe dieser Begeisterungserlebnisse angesiedelt. Mit den Smartphones können wir uns verbunden fühlen mit anderen Menschen über soziale Netzwerke. Jetzt mal jenseits aller Kritik an sozialen Netzwerken. Aber was die auch schaffen, ist, dass wir Verbundenheit empfinden können. Also eine Nähe zu unseren Freunden, zu den Familien und so weiter. Auch das sind positive Effekte bei allem, was berechtigterweise auch dort daran kritisiert wird. Und auch ganz recht jetzt in Arbeitskontexten geht es auch darum, Freude bei der Arbeit zu empfinden. Manche sagen, das brauchen wir doch gar nicht, die Leute sollen einfach arbeiten. Kommen wir gleich noch drauf. So, also, um was es jetzt geht, das sind eigentlich diese B-Goals. Also, wie kommen wir eigentlich dahin? Was ist das eigentlich? Ne? Und wie man versucht hat zu verstehen, was eigentlich Usability, was eigentlich User Experience ist, war einmal relativ schnell klar, dass man sagt, es geht um diese Gefühle, es geht um die Affekte, dieses praktisch negativ, neutral, positiv. Aber die Frage, die so offen geblieben ist, wie entstehen jetzt eigentlich diese positiven Erlebnisse? Und ein ganz geschätzter Kollege von mir, der Marc Hassenthal, der hat das mal auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, good user experience is a consequence of fulfilling the human needs. Und was er damit meinte, ist ein positives Erlebnis mit einem Produkt. Das heißt, ein Erlebnis, was mit einer positiven Empfindung, mit einem positiven Gefühl verbunden ist, das entsteht dann, wenn ich menschliche Bedürfnisse erfülle. Und menschliche Bedürfnisse muss man jetzt hier nochmal genauer fassen. Das sind nämlich sogenannte psychologische Bedürfnisse. Und die darf man auch nicht verwechseln. Wenn man so ein bisschen aus dem Slang der Gestaltung von interaktiven Systemen kommt, dann wird häufig über die Benutzerbedürfnisse oder so gesprochen. Da meint man was anderes. Das sind Sachen, wo Leute etwas Bestimmtes machen möchten mit einem Produkt. Hier geht es aber weiter. Psychologische Bedürfnisse sind basale Bedürfnisse, die bei jedem Menschen etabliert sind. Und Beispiele dafür ist das Bedürfnis nach Autonomie. Dinge so machen zu können, wie ich selber für richtig halte. Das Bedürfnis, sich kompetent zu fühlen, wirksam zu sein, voranzukommen, Dinge erreichen zu können. Oder Verbundenheit, das haben wir eben schon gehabt. Ein Gefühl der Nähe zu anderen, die mir wichtig sind. Dann Stimulation, Neues kennenlernen und sinnliche Erfahrungen machen. Popularität in den Augen anderer, positiv dazustehen und respektiert zu werden. Sicherheit, meinen eigenen Routinen folgen können, körperliche Unversehrtheit und solche Dinge. Oder eben Bedeutsamkeit, eigene Ziele umsetzen zu können, seinen eigenen Werten folgen zu können oder etwas bewirken zu können in der Welt. Das sind alles so Dinge, die mit solchen Bedürfnissen zusammenhängen. Es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt Modelle mit 13 Bedürfnissen, Modelle mit 16 Bedürfnissen. Diese, die hier genannt sind, die haben sich schon in Technologieerlebnissen gezeigt. Und das Zeichen ist, es gibt mittlerweile sogar Produkte, die genau nur auf die Erfüllung solcher Bedürfnisse ausgerichtet sind. Ein Beispiel dafür ist Bond Touch. Das ist ein von einem Startup entwickeltes Produkt auf der Basis der User Experience Forschung. Und zwar soll das ein Gefühl der Nähe
der emotionalen Nähe zwischen Personen herstellen, die durch Zuneigung verbunden sind. Und die Voraussetzung ist immer, dass man zum Beispiel für gewisse Zeiten getrennt voneinander ist. Und dann kann man eben mit diesem Armband ein Gefühl der Nähe herstellen. Nämlich, indem man der anderen Person zum Beispiel eine Farbe schickt oder ein Aufblinken der Farbe. Und dazu gibt es sehr viel Forschung und interpretiert wird sowas dann als, ich denke an dich. Und ich kann das dann erwidern und das wird interpretiert als, ich denke auch an dich oder so. Ne? Und ein ähnliches Produkt ist auch die sogenannte Friendship Lamp, eine Freundschaftslampe. Und da ist es genau das Gleiche. Man ist verbunden mit einer anderen Person. Ich berühre diese Lampe, die schickt eine Farbe zur anderen Person. Die sieht jetzt, man hat an mich gedacht. Ich schicke jetzt eine Farbe zurück. Und so entsteht ein Gefühl der Nähe. Und da muss man jetzt wirklich sagen, genau diese Dinge sind sehr, sehr gut untersucht und können wirklich so erreicht werden. So, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema positives Erleben bei der Arbeit. Na, und da habe ich schon gesagt, da gibt es so ein bisschen immer komische Ideen darüber und manche sagen, naja, braucht man das überhaupt und so weiter. Aber trotzdem, es lohnt sich, sich damit mal zu beschäftigen, wenn man jetzt zum Beispiel mal so Wissensarbeit nimmt. Das heißt, eine 28 Stunden in einer Arbeitswoche wird damit Technologienutzung verbracht. In der Arbeitspsychologie setzt man sich sehr intensiv mit Emotionen und Bedürfnissen auseinander, zum Beispiel bei der Auftragsübernahme. Das heißt, Arbeit heißt oft, ich bekomme eine Aufgabe, die integriere ich dann. Und das bedeutet, dass ich abchecke, kann ich das überhaupt? Ne? Das ist so diese Kompetenzfragestellung. Aber auch solche Fragestellungen, entspricht das meinen Werten? Kann ich damit anderen was Gutes tun und sowas? Das passiert bei der Übernahme von Aufgaben. Und je mehr solche Bedürfnisse und Werte durch eine Aufgabe praktisch erfüllt werden, desto eher kommen positive Emotionen zum Vorschein. Und es gibt ein Arbeitsfeld der Psychologie, das nennt sich positive Psychologie. Die beschäftigt sich nämlich wirklich mit sowas wie Wohlbefinden, Glück und all diesen Fragestellungen. Und da ist auch ein wichtiges Feld die Arbeit. Und da sind die schon ein bisschen weiter als wir in der Technologiegestaltung. In der Technologiegestaltung waren wir in der Situation, wo wir eigentlich gesagt haben, also Moment mal, wie sieht es denn eigentlich bei der Arbeit aus? Gibt es da eigentlich positive Erlebnisse? Und da muss man sagen, ja, wir haben bei Befragungen allein von 400 Leuten 349 positive Erlebnisse gefunden. Und wenn man die mal so ein bisschen einteilt, kann man sagen, 21% davon werden allein erlebt und 79% mit anderen. Das ist schon eine wichtige Information schon mal. Mit anderen kann ich positiver erleben. So, wenn ich die Alleinerlebnisse nochmal anschaue, dann sind 67% davon mit Technologie und bei denen mit anderen nur 27% mit Technologie. Diese Befragung ist zu einem Zeitpunkt außerhalb der Corona-Krise stattgefunden. Ich glaube, dass das heute anders wäre, weil heute haben wir eine sehr starke Technologievermittlung von Erlebnissen. Und da würde hier der Prozentsatz wahrscheinlich höher ausfallen, dass eben mit anderen durchaus mehr Technologie daran beteiligt ist. Wir haben diese Erlebnisse mal kategorisiert und sind zu 17 Kategorien gekommen, die in 6 verschiedene Gruppen eingeteilt werden können. Und das erste Gruppe ist die sogenannte Resonanzgruppe. Und da gibt es sowas wie Feedback bekommen oder anderen Feedback geben oder sowas wie Wertschätzung. Und Feedback bekommen, da geht es darum, zu sehen, wie ich vorankomme. Und ich nenne mal ein experimentelles Beispiel, was wir entwickelt haben. Und zwar ist es so, dass bei einer Software für Ingenieure, die im virtuellen Raum praktisch Maschinen aufbauen und so weiter, da werden praktisch dann dreidimensionale Maschinen zusammengebaut. Die können dann auch hinterher sogar richtig gesteuert werden. Das sind dann sogenannte digitale Zwillinge. Und dieses Aufbauen, das ist eine relativ detaillierte und auch zum Teil auch mühsame Arbeit. Und eine Grundidee war, dass man so nach bestimmten Abschnitten, wenn ich mal eine Pause mache, kann ich mir praktisch wie in einem Video anschauen, wie ich dieses Modell aufgebaut habe.
Und das ist so ein bisschen die Idee ist entnommen aus Computerspielen. Wenn ich nämlich zum Beispiel Autorennen fahre, dann kann ich mein eigenes Rennen zum Beispiel anschauen und kann sehen, wie toll ich um die Kurven gedriftet bin und solche Dinge. Und das ist hier genau der gleiche Effekt. Und wir haben das auch untersucht und wir haben so einen Erlebnisindex entwickelt, den sogenannten Experience Index. Und plus 1 heißt nur super. Und hier liegt er bei 0,57. Das heißt recht hoch. Das sind 22 positive Erlebnisse mit diesem Prototypen und 6 negative. Und bei den positiven ist sowas wie Freude über die Arbeit. Das wirkt motivierend und wird auch entspannend. Man kann sich zurücklehnen, sich das mal anschauen. Es gibt ein Gefühl der Unterstützung, es gibt ein Gefühl der Sicherheit und des Überblicks. Und die negativen Sachen, das waren Usability-Probleme, dass man nicht genau verstanden hat, wie muss ich das genau machen und so weiter. Das waren dann die negativen Sachen. Und interessanterweise ein ähnliches Tool, allerdings nicht mit dieser Idee quasi nochmal zu sehen, was man alles geleistet hat, sondern eher zur genauen Analyse von CAD-Modellen, ist in einem Tool namens Fusion 360 von der Firma Autodesk. Da gibt es eine sogenannte Timeline und die kann man sogar auch als Video ablaufen lassen. Die ist zwar für einen anderen Zweck jetzt entwickelt worden, hat aber eigentlich diese Funktion. So, und dann kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt, nämlich Wertschätzung. Das ist was anderes als Feedback bekommen. Wertschätzung geht auf die Person. Nämlich das Feedback geht immer auf das, was ich geleistet habe. Da, ne, wie bin ich vorangekommen? Wertschätzung geht auf die Person. Und dort haben wir auch eine mögliche Lösung entwickelt. Nämlich zum Beispiel, dass ich mich bedanken kann bei anderen. Wir arbeiten ganz viel in Gruppen zusammen. Und hier, das ist mit der Firma Elo Digital Office zusammen gemacht. Da ist es so, dass mich tatsächlich meinen Kollegen, wenn die irgendeinen Beitrag geleistet haben, im Prinzip einen Dank schicken kann und das dann wie Wertschätzung erlebt wird. Und auch das haben wir untersucht. Und hier liegen wir auch mit 0,5 etwa relativ hoch, 31 positive Erlebnisse, 10 negative. Und es werden deutlich positive Erlebnisse erzeugt. Was aber wichtig ist, und das machen das war in diesen Negativen drin, die Leute haben gedacht, ist das jetzt so wie Liken? Alle sehen das. Und bei sowas kommt dann immer auf, Moment mal, da komme ich dann so in so Wettkampfbereiche rein. Wettkampf ist immer etwas, was zu negativen Erleben führt, interessanterweise. Und hier ist so ein wichtiger Punkt, weil viele sagen, ja, Wettkampf ist doch gut, die Leute sind dann motiviert. Richtig, wir müssen unterscheiden zwischen etwas positiv erleben und motiviert sein. Weil ich kann auch durch Negatives motiviert sein. Wenn ich nämlich nur am 2. Platz bei so einer Liste hänge, dann strenge ich mich an, um auf den 1. zu kommen. Und dann freue ich mich, dann habe ich das positive Erleben. Aber solange vorher habe ich eher negatives Erleben, arbeite aber auf das andere hin. Aber das ist Motivation. Und die Leute haben auch gesagt, nee, das soll nicht öffentlich sein, das soll persönlich sein. Dankbarkeit ist was Persönliches und Dankbarkeit soll auch Beziehungen fördern und das ist auch sehr gut nachgewiesen in der positiven Psychologie. Dann haben wir noch gefunden Herausforderung. Das ist ein wichtiger Bereich. Herausforderung meistern, Herausforderung bekommen. Dann haben wir so einen Kompetenzbereich. Da gibt es sowas wie Austüfteln. Austüfteln ist eine ganz interessante Sache. Das ist diese Situation, wenn ich versuche, etwas zum Laufen zu bringen. Zum Beispiel, wir haben das sehr stark gehabt bei Ingenieuren, die versuchen, Maschinen praktisch in Betrieb zu nehmen. Und Austüfteln heißt eben, man hat eine hohe Kompetenz, es gibt eine gewisse Herausforderung, aber ich kann sie bewältigen und ich verliere völlig die Zeit und gehe völlig in diese Aufgabe auf. Und das hat eine Nähe zu dem, was man auch Flow erleben nennt. Dann ähnliches Effekt gibt es auch bei Kreativität, wenn die Ideen so fließen und so weiter. Das ist auch eine Kategorie, die wir finden konnten bei unseren Interviews. Dann gibt es zu Organisation der Arbeit einiges. Da geht es darum, etwas zu erledigen. Ne? Zum Beispiel einfach Aufgabenlisten abhaken. Ein ganz einfacher Trick. Bin vorangekommen, das kann ich dann so sehen. Oder ich kann auch Prioritäten setzen und dann auch wichtig
dass ich den Überblick behalten kann. Solange ich den Überblick behalten kann und sehen kann, dass ich dann auch was erledige, dann habe ich das Gefühl, ich komme voran. So, und dann haben wir noch so eine große Kategorie, da geht es um Kommunikation und Erfahrungsaustausch, mit Leuten in Kontakt kommen, gegenseitiger Austausch wird positiv erlebt, neue Dinge kennenlernen, auch in Gruppen gemeinsam etwas schaffen, ganz wichtiges Erlebnis. Und was ein sehr zentrales Erlebnis ist, und das ist bei uns die Kategorie 17, zu etwas höherem beitragen. Und hier kommen wir in diesen Bereich der Bedeutsamkeit. Und darauf möchte ich kurz mal eingehen. Wir haben bei dem ähnlichen Tool für Ingenieure im Prinzip etwas eingebaut. Und zwar ist es so, wenn ich das Tool morgens starte, dann wird mir mitgeteilt, von den CAD-Modellen, die ich gemacht habe, also diese virtuellen Maschinen sozusagen, die werden ja von anderen weiterverwendet. Und mir wird angezeigt, dass ich jetzt 13 Modelle in diesem System habe. 46 Nutzer greifen auf diese Modelle zurück und arbeiten damit weiter. Und das sind insgesamt 122 Nutzungen. Dabei sollte das Gefühl entstehen, dass das, was ich tue, für andere wichtig ist. Und wir haben das auch untersucht. Und tatsächlich, hier haben wir einen sehr hohen Erlebnisindex gehabt, fast 0,9, also 8,7. Und die Leute sagen, es wird deutlich, dass dann Nutzen für andere entsteht. Und einer hat wirklich gesagt, das ist ja wie, als wenn ich zu etwas Höherem beitrage. Das zeigt die Zusammenarbeit. Der Fortschritt wird sichtbar bei den anderen. Es ist auch so eine Art Anerkennung. Und auch hier gab es zwei negative Erlebnisse. Und das war wieder die Befürchtung, wie ist das, wenn jetzt mein Kollege mehr Modelle hat, die von mehr Leuten genutzt werden? Und da kriegen wir wieder diesen Wettkampf mit rein. Und Wettkampf macht eben vom Erleben her einen negativen Eindruck. Und das heißt also, mit solchen Möglichkeiten können wir wirklich in der Arbeit durch Softwaregestaltung tatsächlich positive Erlebnisse erzeugen. Und bei solchen Vorträgen wie heute kriege ich dann oft so Äußerungen wie, muss Arbeit eigentlich Spaß machen? Geht es nicht darum, dass die Leute ihren Job machen? Oder, okay, macht mehr Freude und was bringt das jetzt eigentlich? Leisten die Leute dann eigentlich mehr? Oder die beste Äußerung, die ich mal hatte, war vielleicht nicht ganz ernst gemeint, hat gesagt, das ist ja Kommunismus, ne? Weil es uns darum geht, dass es den Leuten in der Arbeit gut ist und dass wir Software dafür nutzen und gestalten wollen, dass die Leute positive Erlebnisse haben und vielleicht auch Wohlbefinden in der Arbeit empfinden. So, aber wenn man jetzt immer sagt, ja, und was bringt das jetzt auch, ne? Dann sage ich standardmäßig immer, ja, den Leuten geht's gut. Und manche sagen dann, ja, aber das reicht doch nicht, ne? Und so, ja, okay. Und ich will Ihnen aber eine Studie noch zeigen, dann bin ich auch mit meinem Teil durch. Da geht es um Bedeutsamkeit. Und das ist eine Studie, die hat mit Technologie jetzt erstmal nichts zu tun, aber Sie werden die Parallelen sehen. Und zwar hat man, es ging um Spendensammeln. Das waren Leute, die so in Callcentern sitzen, in amerikanischen Universitäten, die rufen praktisch ehemalige, also Absolventen an, ehemalige Studierende und fragen, ob die bereit sind, für die Universität zu spenden. So. Da gab es eine Gruppe von Callcenter-Leuten, das war die Kontrollgruppe, die haben gearbeitet wie immer. Dann haben eine weitere Gruppe, die hat zwei fingierte Briefe bekommen. Und da hat man geschrieben, dass diese Arbeit sich positiv auf deren Karriere auswirken würde. So, und dann gab es eine weitere Gruppe, die dritte Gruppe, die haben auch solche Briefe bekommen, aber da stand was anderes drin. Da stand drin, dass die Empfänger diese Spenden werden genutzt, um Stipendien zu finanzieren. Und diese Empfänger der Stipendien, über die wurde berichtet, wie dankbar die waren, wie glücklich die waren, dass sie studieren konnten, weil sie das aus eigenen Mitteln hätten niemals schaffen können, weil in den USA ist ein Studium, kann da sehr, sehr teuer werden. Und da sind viele aus ärmeren Bereichen darauf angewiesen, solche Stipendien zu bekommen. So, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was passierte jetzt? Und da haben die einfach mal nach der Leistung, nämlich nach dem Spendenaufkommen geschaut. Also, was ist das Ergebnis nach Erhalt der Briefe? Und für die Gruppe 1 und 2 zeigte sich keine Änderung des Spendenaufkommens. War gleich.
ganz anders in der Gruppe 3. Wir haben hier eine Steigerung des Spendenauskommens um sage und schreibe 243%. Versuchen Sie mal, diese Produktivitätssteigerung mit irgendeiner digitalen, weit anderen Maßnahme hinzubekommen. Das ist eine gigantische Steigerung. Die Sinnforscher kennen das. Wenn Leute Bedeutsamkeit in ihrer Arbeit finden, geht es denen erstmal gut und zum Zweiten motiviert sie das auch. Und da kommen diese Sachen dann zustande. Sinnforscher machen auch immer ein kleines Fragezeichen dran, passt auf, die Leute brennen euch aus, wenn das zu viel wird. Das ist so der Schattenseite davon. Und damit möchte ich mal diesen ersten Teil jetzt beenden. Und man hat so ein bisschen gesehen, was ist der Unterschied zwischen Usability und User Experience. Wir haben so ein bisschen gestreift, was so auch neue Technologien angeht. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und dort soll es jetzt mal im Kern um künstliche Intelligenz gehen. Und denn jetzt gebe ich rüber zu Manuel Kulzer. Ja, wie erwähnt, gerade ging es ja nochmal um eher so klassische Systeme, klassische Technologien. Jetzt in den letzten Jahren gab es ja diesen Riesenhype um künstliche Intelligenz, oder ja, gibt es eigentlich auch immer noch. Und dementsprechend, wie vorhin am Anfang erwähnt, haben auch wir ja begonnen, uns mit dem Thema KI zu beschäftigen. Und deswegen jetzt eben mal ein kleiner Einstieg, wie es da eigentlich jetzt aussieht, was wir da so tun können im Bereich Usability and User Experience. Vielleicht noch kurz vorher zu KI. Falls es nicht jeder schon Detail kennt, ist es sehr schwierig, Detail alles zu wissen zu KI. Es ist ein super breites Forschungsfeld und sehr vage definiert. Also gefühlt für die meisten Begriffe im KI-Kontext gibt es gar keine einheitlichen Definitionen, kein einheitliches Verständnis. Deswegen nur mal ganz kurz umrissen, was damit auf sich hat. Zu KI, je nach Definition, je nach Quelle kann man so sagen, gibt es so vier grobe Kategorien. Also zum einen Systeme, die eben nach optimalen Wegen hin zu gewissen Zielen suchen. Das ist also die erste Kategorie. Dann Systeme, die eben Wissen darstellen und vernetzen sollen. Also zum Beispiel hinter Google stecken solche Systeme und Amazon. Dann gibt es solche Systeme, die Unsicherheit modellieren können oder die Vorhersagen treffen können. Und das sind jetzt alles so noch weitestgehend regelbasierte Verfahren. Neueste Verfahren, die jetzt aktuell so in der Diskussion stehen, wenn es heute um KI geht, ist meistens Machine Learning gemeint und Deep Learning, was auch dahinter steckt. Das sind dann eben Systeme, die bei bestimmten Aufgaben umso besser werden, je mehr Daten sie bekommen. Und in der Regel geht es um sowas wie Mustererkennung. Und ja, jetzt haben Sie wahrscheinlich auch schon so mitbekommen, in den letzten Jahren, hauptsächlich in den letzten Jahren, war die Diskussion immer eigentlich so eine Art Konkurrenzkampf zwischen Mensch und KI. Ne? Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ganz oft ging es um so ein, ja, dass KI uns irgendwas wegnimmt, uns zu ersetzen versucht. Und hier habe ich auch mal auch so ein, hier ein kleines Beispiel mitgebracht aus meinem LinkedIn-Feed von vor ein paar Wochen. Da wurde eben so ein Video gepostet unter dem Titel Skills that AI will never be able to master. Also eigentlich so ein Advokat dafür, was KI niemals können wird, so wie wir Menschen das können. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, also ging im Endeffekt um Logistik, Verpackung von einem Produkt, was jetzt nicht so in eine Schachtel reinpasst. Und wie man jetzt hier sieht, ein Mensch kann da eben auch kreativ werden und irgendwelche eigenen Wege finden, die nicht so naheliegend wären. Also in dem Fall zum Beispiel diese Kiste auseinanderzuschneiden und anders zusammenzufalten, sodass jetzt das Teil da reinpasst. Ja, wenn wir auf der rechten Seite im Kommentarbereich zu diesem Beitrag ging es dann auch dementsprechend ab. Da waren dann ja also Verfechter der menschlichen Seite und Verfechter der KI-Seite, die gemeint haben, ja, das kann man doch nicht so sagen. KI könnte schon längst viel, viel besser sein als wir Menschen, wenn man irgendwas verpacken möchte. Die würde doch schon längst viel, viel bessere Faltmuster herausfinden, würde es längst optimieren. Menschliche Intelligenz wird überbewertet und so weiter. Ja, also das ist die Diskussion, wie sie ganz oft eben geführt wird. Wenn man bei der Betrachtung von Mensch und KI. Und das kann natürlich für Verunsicherung sorgen. Ne? Es ist nicht umsonst so die oft die Befürchtung, dass KI uns irgendwann die Jobs wegnehmen wird. Ne? Deswegen ist vielleicht die Frage, ist das der richtige Weg, so über KI zu sprechen, so zu diskutieren oder so sie zu entwickeln, dass sie uns theoretisch alles abnehmen könnte? Ja? Der Forscher Ben Schneiderman ist einer auch der Größen, der Pioniere im Bereich Usability und UX. Der sagt, wir haben uns in den letzten Jahren eigentlich in so einem Weltbild bewegt, wo dann die Menschen um die KI kreisen. Ne? Also es wird immer über die Leistungen von KI-Algorithmen gesprochen, es wird die Leistung der KIs gemessen und Menschen müssen so diese Lücken füllen, wo KI eben noch nicht alles perfekt kann. Ne? Und Ben Schneiderman ist dann eben so Advokat einer neuen Bewegung, einer
was er so als zweite kopernikanische Revolution bezeichnet, dass wir hin zu einer Welt kommen, in der die KI eben für uns Menschen da sein soll. Also wo Menschen wieder im Mittelpunkt stehen, wo ja, es darum geht, die Leistung der Menschen durch KI zu verbessern, wo wir auch mal das feiern, was wir jetzt erreichen können durch KI-Unterstützung. Ja, und das ist etwas, was es noch nicht so oft gab und über das eigentlich viel zu selten gesprochen wird. Ist aber auch keine neue Idee. Also die Idee, dass Menschen und KI zusammenarbeiten, gibt es schon ganz lange. Erstmals erwähnt, so 1960 sogar schon, von Joseph Licklider, einer der auch KI-Pioniere, der gesagt hat, dass er sich eben hofft, dass in nicht allzu langer Zeit Mensch, Maschinen auf eine Art zusammenarbeiten können, die oder auf eine Art zusammenarbeiten können, ja, die ja, besser denken kann, als ein menschliches Gehirn es bis dato konnte und besser Daten verarbeiten kann, wie es jede Maschine kann. Und wie man jetzt sieht, das hat noch eine Weile gedauert, länger als er damals gedacht hat, aber heute ist eben diese Vision ganz zum Greifen nahe. Zum Beispiel, hier mal so eins der wenigen Beispiele, wo es um diese Zusammenarbeit von Mensch und KI ging. Im Wesentlichen ging es hier um eine Studie zur Brustkrebserkennung. Da wurde eben, ja, wurden neue KI-Verfahren entwickelt, wie man Brustkrebs erkennen könnte. Und diese KI wurde eben dann trainiert mit Millionen von Trainingsdaten, also Bildern von Gewebe, und konnte dann eben, also hat gelernt, diese Gewebebilder dann zu klassifizieren, ob die jetzt ja, krankhaft sind oder eben nicht, also ob das geschädigtes Gewebe ist oder nicht. Und ja, das wurde dann eben mit den Werten von einem Arzt verglichen oder von Ärzten, die sich die gleichen Bilder angeschaut haben. Ja, und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wurde es eben mit so einem gewissen Wert gemessen, nennt sich AUROC-Wert, Area Under Receiver Operating Characteristic. Muss jetzt nicht weiter eine Rolle spielen, aber Hintergrund ist, je höher dieser Wert, desto ja, mehr quasi vom kranken Gewebe wird auch korrekt als krankes Gewebe erkannt und desto weniger vom gesunden als krank und so weiter. Ja, also eine Erfolgsmetrik quasi für die KI. Und ja, da wurde festgestellt, diese KI konnte eben dieses kranke Gewebe mit einer Sicherheit von 92,5% auch als krank erkennen. Also schon eine sehr, sehr gute Leistung. Aber eben auch eine gewisse Fehlerrate von 7,5% in dem Fall, wo jetzt dann die Frage wäre, ob man die so hinnehmen möchte. Ein menschlicher Arzt damals von 2016 hatte dann noch einen Vergleichswert von 96,6%, also immerhin immer noch zu dem Zeitpunkt zumindest ein bisschen besser als eine KI. Aber was auch untersucht wurde, war eben, wie jetzt die Werte sind von einem Arzt, der auf Basis dieser Analysen von KI mit diesen Bildern arbeitet. Also quasi die Zusammenarbeit von Mensch und KI. Und die hatten dann beide zusammen eben einen Wert von 99,5%. Also mit weniger als 1% Fehlerrate. Und das zeigt einfach, wie gut theoretisch Mensch und KI zusammenarbeiten könnten, wenn sich ihre Stärken gegenseitig ergänzen. Und das ist eben leider, wie gesagt, noch eines der sehr seltenen Beispiele dafür, die in der Forschung einfach noch nicht so oft untersucht wurden. Ja, aber damit so eine Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, die jetzt hier also gut funktioniert und dauerhaft gut funktioniert, da müssen eben auch wieder ein paar neue Herausforderungen bewältigt werden. Und zwar jetzt gar nicht mal nur auf technologischer Seite, sondern eben auch auf gestalterischer Seite. So, die wurden auch von einem Forscher namens James Gustar mal zusammengeschrieben. Ich habe es hier mal so ein bisschen gekürzt. Das sind solche Probleme wie zum Beispiel, KI ist ja, oder Machine Learning zumindest, ist in der Regel, beschäftigt sich mit mathematischen Problemen und will die optimiert lösen. Und die Lösung, auf die KI kommt, sind es vielleicht nicht unbedingt die Lösungen, die für uns Nutzende, uns Menschen ideal sind. Ne? Also wenn ich jetzt eine KI frage, wie groß ist der Jupiter? Und der sagt mir dann irgendwas von, keine Ahnung, 2.975.328 Kubikmetern oder sowas in der Richtung. Wie gesagt, keine Ahnung. Dann ist das zwar eine sehr präzise Angabe, aber die hilft mir vielleicht gar nicht mal so wirklich weiter. Während, wenn eine KI stattdessen sagen würde, ungefähr 17 Mal so groß wie die Erde, dann kann ich das viel besser einordnen. Also ich muss eben darauf achten, dass die Dinge, die mir eine KI sagt, auch so dargestellt werden, dass ich als Mensch etwas anfangen kann. Dann sowas wie das Automatisierungsparadox, hat im Endeffekt damit zu tun, je mehr wir uns auf automatisierte Systeme verlassen, desto schlechter sind wir eben darauf vorbereitet, selber die Kontrolle zu übernehmen, wenn es notwendig wird. Also wenn ich jetzt ein System habe, was sehr effizient selbstständig arbeitet, wo eigentlich alles von der KI übernommen wird, kann es immer noch irgendwann passieren, dass diese KI an ihre Grenzen stößt und dass dann irgendwie ein Mensch doch wieder was tun muss. Und dann kann es schon sein, je nachdem, was das für ein System ist, dass wir schon ganz vergessen haben, wir Menschen, wie man eigentlich auf dieses Problem reagiert oder dass wir überhaupt darauf reagieren müssen. Dann könnte das vollkommen untergehen. Also das muss sehr sorgfältig gestaltet werden.
dass wir Menschen dann noch wissen, was sie eigentlich zu tun haben. Noch ein Punkt sind Feedback Loops, heißt im Wesentlichen, dass KI oder gerade eben Machine Learning natürlich mit gewissen Daten arbeitet, um zu lernen. Und jetzt können aber in diesen Daten auch gewisse unerwünschte Muster drin sein. Da kommt auch nachher nochmal ein kleines Beispiel dazu. Gab es auch schon ganz viele Beispiele von KIs, die dann irgendwie diskriminierend waren, weil eben in den Daten, mit denen sie trainiert wurde, ja einfach unerwünschte Muster drin waren, irgendwelche falschen Kategorisierungen, und mit denen lernt dann die KI. Und dieses Wissen, was gelernt wurde, wendet sie dann wieder an, um in der realen Welt weitere Dinge zu lernen und zu tun. Das heißt, es kann ganz schnell passieren, dass ich die Kontrolle darüber verliere, was die KI da eigentlich als ihre Grundlage betrachtet. Und letzter Punkt, zum einen kann natürlich die Datenlage die KI manipulieren, aber zum anderen kann auch die KI einen Menschen manipulieren. Also allein durch die Art, wie gewisse Algorithmen arbeiten, gerade bei Social Media, dass die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und uns immer mehr Inhalte liefern, die wir ohnehin schon wollen, also diese sogenannten Filterbubbles, dass ich immer mehr von dem komme, wovon ich ohnehin schon überzeugt bin, das kann eben uns auch uns Menschen psychologisch manipulieren und im schlimmsten Fall vielleicht sogar radikalisieren, ja, wenn ich immer das bekomme oder ich immer dem bestätigt werde, von dem, was ich eh schon denke. Ja, also wie man jetzt schon raushört, da geht es auch nicht nur um gestalterische, sondern auch ethische Probleme, die dann schon so angeschnitten werden. Und deswegen gibt es seit einigen Jahren auch einen neuen Begriff oder einen neuen Ansatz in der KI-Entwicklung, und der nennt sich Human-Centered AI oder auf Deutsch menschenzentrierte KI. Und das ist eine Vorgehensweise, die im Endeffekt drei Säulen beinhaltet, nämlich eben klar die technische Entwicklung von KI, aber eben auch die ethische Perspektive, also KI-Ethik, und auch dieses, was jetzt hier Human Factors Design genannt wird, also im weitesten Sinne menschenzentrierte Gestaltung oder eben die Berücksichtigung des Menschen bei der Gestaltung. Auf die will ich auch mal zumindest noch kurz eingehen, was da so dahinter steckt. Technologie, klar, da gehört eine Menge dazu, aber so einer der Bereiche oder der Begriffe, die man dazu kennt, ist zum Beispiel Explainable AI, also dass wir auf einer technologischen Ebene einfach ermöglichen machbar machen, zu verstehen, was eine KI eigentlich tut. Weil bei Machine Learning ist es ganz oft so, dass man nicht genau weiß, was die eigentlich tut. Hier bei dem Beispiel gab es eine Studie, da wurde ein Machine Learning-Algorithmus mit Bildern gefüttert, zum einen von Wölfen, zum anderen von Huskies, und die KI sollte eben lernen, ja, im Endeffekt Wölfe von Huskies zu unterscheiden. Das konnte sie auch ziemlich gut. Ich glaube, mit so 80 oder 90% konnte sie das auseinanderhalten. Aber es waren eben auch manchmal solche Fehltritte dabei. Zum Beispiel jetzt hier, das hier ist ein Husky, wurde aber als Wolf erkannt. Ja, jetzt, wenn Sie mal über die Bilder drüber schauen, vielleicht fällt Ihnen schon was auf, woran das liegen könnte. Also hier haben wir Wolf, Husky, Wolf, Wolf. Also alles, was orange ist, wurde eben als Husky erkannt. Alles, was gelb ist, wurde als Wolf erkannt. Und in dem Fall eben dieser Husky wurde auch als Wolf erkannt. Und es wurde dann genau untersucht, mithilfe von gewissen Methoden, wie die KI eigentlich zu ihren Entscheidungen gekommen ist. Und da kam dann raus, die hat überhaupt nicht auf diese Tiere geschaut, sondern nur auf die Hintergründe. Und Wölfe waren eben immer vor Schnee abgebildet auf diesen Fotos und Huskies immer vor Wald oder Wiese. Das heißt, die KI hat einfach nur geschaut, ist da weiß oder grün im Hintergrund, und hat dementsprechend ihre Entscheidungen getroffen. Und das ist genau das, was ich vorher mit Feedback Loops gemeint habe. Wenn ich eine KI trainiere auf solchen Daten und nicht feststelle, dass da irgendwelche Fehler drin sind, dann können sich diese Fehler ganz schnell verselbstständigen und die KI nachher irgendwelche Dinge tun, die sie nicht tun sollte, ohne dass ich genau verstehen kann, warum eigentlich. Das ist in dem Fall noch ganz lustig, aber es gab auch ganz schlimme Beispiele, die dann wirklich sehr diskriminierend und beleidigend waren gegenüber Menschen. Deswegen gibt es eben diesen Riesenbereich der KI-Ethik mittlerweile, oder auch Datenethik. Generell geht es ja immer so darum, zu fragen, was soll ich tun? Also das ist allgemeine Ethik, die solche Handlungsorientierungen liefern soll. Und im Bereich der KI gibt es dann eben zum einen die Maschinenethik, also wie sollten sich Maschinen selber verhalten oder KI-Systeme selber verhalten. Das ist so der eine Bereich, aber der viel, viel wichtigere Bereich ist eben, wie sollten wir Menschen uns verhalten und was sollten wir tun, wenn wir KI-Systeme entwerfen, programmieren und nachher mit denen umgehen. Und das ist der Bereich, wo auch viele Probleme auftreten können. Was oft ja so als größte Herausforderung gesehen wird im Bereich KI-Ethik, ist meistens so diese Superintelligenz. Also was machen wir eigentlich, wenn KI irgendwann mal theoretisch schlauer werden sollte als wir Menschen? Superintelligenz heißt dann, dass wirklich KI in allen Aspekten der Intelligenz uns Menschen überlegen ist. Das ist aber tatsächlich noch eine sehr hypothetische Vorstellung.
wir wissen nicht, auch Forscher wissen nicht, ob wir das jemals erreichen werden, unterschiedliche Spekulationen. Aber auf jeden Fall ist das noch etwas, was in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten noch nicht erreicht werden wird. Die wahren Probleme der KI-Ethik sind ja keine neuen Probleme, sondern Probleme, die es schon seit Ewigkeiten gibt und die jetzt durch KI einfach noch viel verstärkt werden. Also das Thema zum Beispiel Diskriminierung durch Machine Learning, ungewollt oder gewollt, Ungleichheit, die erzeugt wird, Überwachung, die jetzt viel einfacher wird durch KI, Manipulation, wie wir vorhin gehört haben, durch Algorithmen, die ich immer mit dem füttern, was ich ohnehin schon denke und was ich glaube. Autonome Waffensysteme, die durch KI noch viel wahrscheinlicher werden, dass es sowas vielleicht mal geben wird, dass daran schon entwickelt wird. Was passiert, wenn KI eigentlich Fehler macht? Also all das sind solche Fragen, die vermeintlich nicht so kritisch wirken auf den ersten Blick, aber eben sehr, sehr kritisch sind und die oft übergangen werden. Das ist so diese zweite Säule, also dass wir eben versuchen, KI-Ethik mit zu berücksichtigen bei der KI-Entwicklung. Und die dritte Säule ist dann das, da kommen wir wieder auf das zurück, was wir so als Kompetenzzentrum hauptsächlich machen. Da sind wir nämlich wieder beim Human-Centered Design, bei der menschenzentrierten Gestaltung. Und das ist so das, was auch vorhin, was Herr Burmester erzählt hat, mit diesen Phasen von Nutzungskontext verstehen, entwerfen und nachher wieder prüfen, ob wir eigentlich das geschafft haben, was wir erreichen wollten. Also das sind so die typischen Phasen vom Human-Centered Design. Und die bilden eben so diesen Rahmen der Entwicklung für die Entwicklung von Human-Centered AI. Also dass wir erstmal versuchen zu verstehen, für wen ist eigentlich diese KI-Lösung da? Wie arbeiten diese Leute eigentlich aktuell? Dass wir dann ja die Ergebnisse zusammenfassen und umsetzen, also schauen, wie können wir diese Systeme, diese Probleme lösen und dann eben schauen, konnten wir das erreichen, was wir erreichen wollten. Und dazu gehört eben auch zu diesem Verfahren, zu dieser Vorgehensweise, gehört auch die Frage, brauchen wir eigentlich KI dafür? Na, weil ganz oft wurde auch schon KI verwendet, einfach nur, weil es ein Hype-Begriff ist. Aber man sollte sich eben fragen, nicht nur, können wir KI für irgendwas verwenden, sondern generell, wie können wir dieses Ziel erreichen? Und kann ich mit KI dabei wirklich einen einzigartigen Mehrwert schaffen? Also brauche ich KI dafür? Weil KI muss man nicht immer eine Lösung sein. Ja, das alles kurz gefasst so die gestalterische Seite, die menschenzentrierte Seite der KI-Entwicklung. Und zum Abschluss jetzt vielleicht nochmal ein Beispiel, wie uns solche menschenzentrierte KI eigentlich in der Praxis begegnen könnte. Und zwar gibt es mittlerweile sowas, das nennt sich digitale Companions oder Assistenzsysteme. Das ist wahrscheinlich noch weitestgehend Zukunft, aber es wird schon daran gearbeitet. Das sind Systeme, die eben ja, wir als Partner, als Arbeitskollegen für uns Menschen auftreten können, die mit uns zusammenarbeiten und unterschiedlich gestaltet sein können. Und da haben wir auch mal ein Projekt gehabt mit Siemens, was wir jetzt noch in Kürze vorstellen werden. Da ging es eben darum, so einen sogenannten KI-Companion zu schaffen, also einen Partner, einen Kollegen, einen KI-Kollegen, der mich im Arbeitskontext unterstützt. Und zwar ging es da um die Konzeption von Workshops. Und diese KI, dieser Companion, sollte eben zum einen positive Erlebnisse ermöglichen und mich eben auch bei der Arbeit unterstützen. Und davon haben wir mal untersucht wir verschiedene Konzepte gemacht, untersucht, wie das ausgewirkt hat dann auf diese Leute, die damit gearbeitet haben. Generell, jetzt glaube ich, habe ich doch vorhin vergessen, Wizard of Oz. Den Ton anzumachen. Weiß nicht, ob Sie das jetzt hören können. Das ist das, aber im Endeffekt haben wir da mit einem Wizard of Oz-Prototypen gearbeitet. Kommt ursprünglich von der Story des Wizard of Oz. Für mich ist es eigentlich auch schon vor einer Zeit. Aber es ging eben um einen mächtigen Zauberer, vermeintlich mächtigen Zauberer, der mit irgendwelchen Tricks, magischen Tricks arbeiten konnte. Der Twist an der Geschichte war dann aber letztendlich, dass es gar kein echter Zauberer war, sondern eben nur ein einfacher Mensch, der eben mit technischen Tricks gearbeitet hat. Mit Effekt, mit Rauchen, Nebel und Blitz und so weiter. Und bei einem Wizard of Oz Prototypen und eben genau darum, solche komplexen Dinge wie zum Beispiel KI eben nicht wirklich nachzubilden, sondern zu simulieren durch menschliche Intelligenz und durch gewisse Hilfsmittel. Also dass ich das, was KI eigentlich tun würde, mit simpleren Mitteln darstelle, zum Beispiel eben dadurch, dass Menschen einfach ein System steuern und ohne dass die Testperson das weiß. Also ich steuere ein System, ihre gewisse Eingaben und Ausgaben und meine Testperson, mein Nutzer glauben dann eben mit einem komplexen System zu arbeiten, in einer KI zum Beispiel, aber tun es ganz gut. Und durch so ein System kann ich dann eben schon sehr fortschrittliche, noch sehr zukunftsweisende Systeme schon recht früh untersuchen, ohne dass ich die eben wirklich umsetzen muss. Und
Ja, damit gebe ich mal weiter an Michael, der dann berichten wird, wie diese Studie so funktioniert hat und was sie für Ergebnisse gebracht hat. Genau, also das heißt, wir haben eine künstliche Intelligenz mit Menschen simuliert. Es gab also keine künstliche Intelligenz und die hat bei geistiger Arbeit unterstützt und die geistige Arbeit, die zu machen war, man sollte einen kreativen Workshop entwickeln und das Ergebnis sollte quasi so ein Leitfaden durch so einen Workshop sein. Die künstliche Intelligenz hatte Wissen über Moderationsmethoden, Kreativitätsmethoden, Workshop-Ablauf und solche Dinge. Und Teilnehmer, wir hatten eine Version davon, das war der Hugo, der war so gestaltet, dass er all dieses Wissen hatte und zusätzlich nach Kriterien positiven Erlebens gestaltet war. Sollte also die Leute dabei sollte Möglichkeiten schaffen für positives Erleben. Die Kontrollgruppe, der hatte nur das Wissen und hat nur reagiert auf Nachfrage sozusagen. So, dann können wir mal weitergehen. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben Hinweise über den Fortschritt der Workshop-Planung gegeben. Das hat der Hugo gemacht. Der hat zum Beispiel auch sowas gehabt, anderen etwas beibringen. Das heißt, Hugo hat gesagt, oh, diese Methode eines Workshops kenne ich noch gar nicht. Kann ich mir die jetzt merken und später verwenden? Also lernende KI. Dann hatten wir auch Sachen drin, wie Überblick behalten. Also es wurde immer gesagt, wo stehen wir jetzt in diesem Workshop, in der Workshop-Planung, was fehlt noch und so weiter. Die Leute konnten also den Überblick behalten. Und dann hatten wir das Austüfteln auch mit drin. Das heißt, die KI hat auch immer Vorschläge gemacht. Da gibt es noch die und die Kennenlernmethode und die und die Kennenlernmethode. Und vielleicht hat die Person sogar eine eigene noch entwickelt. Und war dann eben auch so, dass man im Prinzip so ein Gefühl entwickeln sollte, dass man mit diesem Companion gemeinsam arbeitet, also so ein Wechselspiel stattfinden sollte. Und außerdem gab es auch Feedback bekommen, weil er immer gesagt hat, jetzt das haben wir jetzt geschafft, das haben wir erledigt, das ist abgehakt und so weiter. Damit hatten wir so einige von diesen Kategorien, die ich vorhin vorgestellt hatte, versucht direkt da umzusetzen. Was ist jetzt rausgekommen? So, wenn du gleich mal weiterschaltest, da kann man sehen, wir haben die Leute interviewt und die sollten einfach positive und negative Aspekte frei äußern, also ohne irgendwelche Vorgaben. Und wir haben das hinterher ausgewertet und haben einfach durchgezählt, welche Äußerungen sind wie oft vorgekommen. Und die Interaktion wird als natürlich erlebt, war deutlich höher bei dem Hugo. Das natürlich Erleben ist eigentlich, jetzt kann eigentlich nur getriggert werden über dieses Positive, was schon mal ein interessantes Ergebnis ist. Dann war auch insgesamt wurde der Hugo, der also positiv Companion, tatsächlich auch positive erlebt. Das war schon mal gut. Und dann gab es kleinere Unterschiede dabei, dass eine gute Unterstützung bei der Planung war. Da war der Hugo ein bisschen besser. Die Methodenauswahl und Präsentation wurde positiv beurteilt, war auch der Hugo etwas besser. Flexibilität der Planung und bei der Sprache war es fast gleich. Also das war ein sehr geringer Unterschied nur zwischen den beiden. Dann gab es aber auch negative Aspekte und da gab es zum Beispiel, die Stimme war unangenehm. Die war stärker unangenehm bei dem neutralen Companion. Gag ist, die Stimme war 100% gleich, weil wir haben einen Sprachsynthesizer verwendet und vorgefertigte Äußerungen, die immer zwar von Menschen ausgewählt worden sind, aber die Stimme war immer dieselbe, ne? Also und trotzdem wirkt sich das so aus. Es gibt auch einen sogenannten Heiligenschein-Effekt in der Psychologie. Das heißt, bestimmte Aspekte strahlen auf was anderes aus. Also wenn jetzt positiv erlebt wird, dann ist die Stimme vielleicht auch positiver. Und wenn das nicht so positiv erlebt, ist die Stimme vielleicht unangenehmer. Das heißt, es ist so ein Eindruck, der entsteht. Ein ähnlicher Effekt war dann zu sehen, weil die Methoden mochte man nicht und die Inhalte fand man auch blöd und so weiter. Dann auch ein Effekt, der jetzt umgedreht ist. Da ist jetzt Hugo schlechter gewesen, nämlich der positive. Nämlich die Bildschirmdarstellung war nicht schön.
obwohl es exakt die gleichen Bildschirmdarstellungen zwischen Neutral und Hugo waren. Und man hat sich mehr Kontrolle über das System gewünscht. Und da kommt ein interessanter Aspekt, das war nämlich auch, dieser Wunsch war größer bei Hugo, also häufiger genannt. Da kommt jetzt was zum Vorschein. Einmal ist es so, dass die Bildschirmdarstellung praktisch für eigentlich diesen positiven Assistenten nicht schön genug war. Also da war so ein Mismatch dann plötzlich, der bei dem Neutralen gar nicht so aufgefallen ist. Und bei dem Wunsch nach mehr Kontrolle ist, der Hugo war natürlich aktiver, ne, weil der hat praktisch Vorschläge gemacht und solche Dinge. Und das kann aber auch den Eindruck machen, ich habe nicht genügend Kontrolle über das System, und vielleicht manchmal sogar so einen Eindruck machen, die KI macht Sachen, die möchte ich eigentlich machen. Das könnte ein Nachteil sein bei sowas, und das sollte man genauer anschauen. So, dann können wir weitergehen. Und damit haben wir im Prinzip dann jetzt, haben wir es auch geschafft. Wir sind jetzt praktisch einmal durch. Und würden uns jetzt auch freuen, wo wir jetzt so ein bisschen den Bogen wieder geschlossen haben. Lassen wir erstmal das Publikum Fragen stellen, Manuel. Dann können wir vielleicht unsere noch, falls da noch Bedarf ist, stellen. Dann kann man jetzt einfach, haben wir ein bisschen gesehen, dass wir jetzt über die KI wieder zu diesem positiven Erleben gekommen sind und wie so ein praktisch so ein Companion, ein Assistenzsystem eben auch systematisch für positives Erleben gestaltet werden kann. Ja, vielen Dank, Herr Burmeister, vielen Dank, Herr Kulzer. Ich mache mal die Präsentation kurz weg. Ich habe mir die ganze Zeit während des Vortrags gedacht oder habe versucht nachzuzählen, wie oft ich in meinem Leben in den letzten 20, 30 Jahren schon gedacht habe, das muss doch möglich sein, dass man sowas irgendwie für den normalen Menschen handhabbar macht. Und insofern begrüße ich, dass Sie da jetzt unterwegs sind und da jetzt aktiv sind. Und ich freue mich auch über dieses, über die kopernikanische Wende, die jetzt den Menschen wieder in den Mittelpunkt der KI stellt. Das sind alles gute Nachrichten. Vielen Dank für den doch sehr ausführlichen, langen Vortrag, aber sehr gehaltvollen. Sie haben es schon gesagt, wir hätten jetzt noch Gelegenheit für Diskussionen. Wir machen das in der Regel so, dass Sie entweder Ihre Hand heben können oder mir über den Chat auch mitteilen können, wenn Sie eine Frage haben, dann kriegen Sie das Wort dann erteilt oder wir stellen die Frage für Sie. Momentan habe ich eine Rückfrage von meinem Kollegen Helmut Fink, dem ich jetzt gleich das Wort übergeben würde. Und ich würde ihn dann bitten, Helmut, du kannst also die Frage stellen. An den Herrn Burmeister war das, glaube ich. Ja, vielen Dank von mir an beide Referenten für diesen schönen Einblick in ein Forschungs- und Entwicklungsfeld, dessen Anwendungsbezug ja ganz offensichtlich ist. Ich habe eine Bemerkung und eine Frage. Die Bemerkung bezieht sich nur auf die Begrifflichkeit. Ich schlage statt Usability vor, Benutzerfreundlichkeit zu sagen. Das ist eigentlich das deutsche Wort und ich glaube, genau das ist gemeint. Die Dinge werden ja nicht tiefsinniger, wenn man sie englisch benennt. Benutzerfreundlichkeit wirkt sich dann aus auf das Benutzererleben, aber beides kann eben auch begrifflich voneinander unterschieden werden. Die Frage vorwiegend an Herrn Burmeister. Sie hatten bei den Untersuchungen letztlich ja universelle psychische Eigenschaften des Menschen herangezogen. Und meine Frage ist, machen Sie eigentlich auch Untersuchungen, bei denen diversifiziert wird nach soziologischen Parametern? Die Bevölkerung ist ja nicht homogen, nicht alle haben die gleichen Vorlieben und Gewohnheiten. Man könnte unterscheiden nach Alter, nach Bildungsgrad, nach sozialem Milieu, nach Hobbys und Interessen. Und dann kommt vielleicht raus, dass bei einem Smartphone ältere Nutzer vielleicht glücklicher sind, wenn sie weniger Nutzeroptionen angeboten bekommen und wenn man vielleicht nur eine Menüebene zur Steuerung hat und nicht fünf oder so. Also schauen Sie sich die Dinge auch aufgelöst nach verschiedenen Nutzerzielgruppen an. Das wäre die Frage. Ja. Absolut. Wir hatten ja beide so ein bisschen erwähnt gehabt, dass es diesen Konzept des Nutzungskontextes gibt und da genau steckt das drin. Da differenziert man nach verschiedenen Zielgruppen. Das ist ein ganz wesentlicher Anteil dieser Nutzungskontextanalyse, dass man sich fragt, welche Zielgruppen haben wir jetzt hier eigentlich oder welche Nutzergruppen oder nutzenden Gruppen? Da spielt Alter natürlich eine große Rolle, weil da verändern sich Nutzungsgewohnheiten, wobei man aber sagen muss, also das Stichwort Alter, ich glaube, da muss man ein paar Sachen, glaube ich, aufräumen. Und zwar
Es ist so ein bisschen, ich finde, das ist fast ein Vorurteil, dass man sagt, ältere Menschen hätten jetzt also an Technologie wenig Interesse und werden ständig überfordert und so weiter. Das mag manchmal so aussehen. Allerdings kann man Technologie so gestalten, dass ältere Menschen eine Heidenfreude daran haben. Also der Punkt ist, es gibt psychologische Veränderungen, die mit dem Alter kommen, nämlich zum Beispiel, dass man vorsichtiger wird. Man hat festgestellt, zum Beispiel, dass Kinder, wenn die mit Technologie umgehen, genauso viele Fehler machen wie ganz ältere Menschen. Nur die Konsequenz ist unterschiedlich. Die Kinder machen einfach weiter. Ne? Die probieren so lange aus, bis sie es irgendwie hingekriegt haben. Die Älteren sagen, um Gottes Willen, das kann ja kaputt gehen. Ich höre mal lieber auf. Ne? So, und damit ist praktisch Ende mit der Nutzung. Ne? Und bei den Kindern, die machen einfach weiter, weil die gar keine Angst haben, Sachen kaputt zu machen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt an der Stelle. Wenn man älteren Menschen die Nutzung von Technologie so erleichtert, dann genießen die das. Ne? Also ich habe in einem Projekt gearbeitet, da ging es um Service-Roboter für ältere Menschen. Und alle haben diesen Service-Roboter gehasst. Und zwar nicht die Älteren, sondern die Jüngeren. Die Angehörigen haben gesagt, um Gottes Willen, so ein Roboter, das kommt ja nicht in die Tüte. Und dann haben wir aber die Roboter mit Älteren getestet. Und die fanden die Roboter super. Da gab es so Äußerungen, kann ich den jetzt behalten? Ich hätte auch gern so einen und so weiter. Das ging nämlich ganz super. Also die haben eigentlich nicht diese Berührungsängste. Das Einzige ist, wenn Situationen auftreten, wo die das Gefühl haben, oh, jetzt weiß ich nicht mehr weiter, was passiert jetzt? Das kriege ich nicht hin. Dann hören die sofort auf, dann ist Ende. Ne? Und das muss man verhindern. Also da würde ich Ihnen recht geben. Ansonsten, Aufgeschlossenheit gegenüber Technologie ist schon da. Ja, vielen Dank. Über den Chat kam jetzt gerade die Frage rein, wann Sie denn schätzen, ich denke mal, das geht auch an den Herrn Burmeister, wann wird denn, ja, werden denn die Arbeitnehmer mit der KI produktiv zusammenarbeiten? Haben Sie da eine Antwort drauf? Ja, also das beginnt jetzt, ne? Also wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die jetzt sich in diese Richtung aufmachen, also Produkte zu bauen, die mit künstlicher Intelligenz quasi ausgestattet sind. Das können manchmal ganz kleine Funktionen sein. Also man stellt sich immer gleich irgendwas Großartiges vor. Das können auch manchmal ganz kleine Sachen sein. Und ich meine, der Manuel Kulze hat ja diese Beispiele aus der Medizin genannt. Da wird es auch gerade bei Erkennung und so weiter wird es ja mit eingesetzt dann, ne? Oder Entscheidungsunterstützungssysteme. Personalauswahl gibt es Unterstützungssysteme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, mit all den ethischen Implikationen natürlich. Aber das wird ja schon eingesetzt. Also es beginnt ja, also es beginnt jetzt. Aber es hat sich noch nicht durchgesetzt, sondern das ist jetzt ein Prozess, der jetzt beginnt, ne? Ja, vielen Dank. Ich übernehme mal gleich wieder das Wort und dränge mich jetzt mal ein bisschen vor. Wenn man sich jetzt mal anguckt, Sie haben jetzt sehr differenziert über KI gesprochen. Vielleicht mal direkt an den Herrn Kulzer die Frage. Was glauben Sie denn, wo sich das hin entwickelt? Also wird man denn KI dann irgendwann mal auch immer wieder immer menschenähnlicher vom Aussehen her machen und vom Umgang her, so dass man das nicht mehr unterscheiden kann? Oder läuft die Richtung eher in diese Richtung, dass man sagt, ja, man möchte das gerade unterscheiden und man möchte das jetzt gerade anders aussehen, also jetzt, ich meine jetzt nicht nur das Aussehen von Robotern, sondern auch das Auftreten, ja? Also das kann ja jetzt auch akustisch sein oder wie auch immer. Haben Sie dazu auch schon mal geforscht? Selber geforscht noch nicht, da sind wir gerade noch am Anfang. Wir haben auch unsere Hochschule der Medien auch ein Humanoid Lab, wo es genau um sowas geben wird oder um eine der möglichen Dimensionen. Das ist eine interessante Frage, weil es gibt, glaube ich, generell schon diese zwei Richtungen. Die einen, die eben alles immer Androider und Humanoider machen wollen, und andere, noch vielleicht mit etwas neuere Forschung sogar, die eben zeigt, das muss gar nicht so sein und es kann viel effektiver und effizienter sein, wenn ich eben Technologie einfach mal Technologie sein lasse und nicht versuche, den Menschen nachzuahmen. Das muss ich überlegen, da gibt es, glaube ich, den Begriff der Otherware mittlerweile, also robotische Systeme, KI-Systeme, was auch immer, die eben gar nicht erst versuchen, irgendwie menschlich aufzutreten, sondern einfach sehr technisch sind, einfach sehr, ja, eigentlich Erweiterungen des menschlichen Körpers sind, Werkzeuge und nicht versuchen, irgendwie so eine menschliche Gestalt anzunehmen. Genaue Prognose wäre jetzt da schwierig, in welche Richtung es geht. Ich hoffe sogar ein bisschen, dass es eher in die Richtung der eher werkzeugähnlichen KI geht, weil diese Vorstellung davon, dass KI uns Menschen
sich annähern kann und immer menschlicher wird. Ich glaube, dass, ja, man merkt ja auch ab und zu oder aktuell schon so ein bisschen so eine Ernüchterung durch KI. Ich glaube, da sind wir noch weit davon entfernt. Also ich vermute eher, dass es in so kleinen, werkzeugähnlichen Anwendungen weitergehen wird. Und klar, es gibt auch sowas wie das Human Brain Project, wo es dann darum geht, das menschliche Gehirn nachzubilden und sogleichen und humanoide Roboter zu bauen. Aber das wäre jetzt meine Ansicht, bringt das gar nicht mal so viel, immer versuchen, den Menschen darzustellen. Es öffnet nur Möglichkeiten fürs Uncanny Valley und irgendwie so einen creepy Effekt zu schaffen, den wir gar nicht wollen. Und auf einer anderen Ansichtsweise, die Gehirnwissenschaften sind, glaube ich, die älteste und das am besten erforschte Gebiet der Forschung. Und selbst da haben wir noch nicht ganz verstanden, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Also das nachbilden zu wollen mit KI ist aktuell noch wirklich in sehr weiter Zukunft. Das wird noch eine Weile dauern, ja, das ist tatsächlich so. Jetzt haben wir immer über die Veränderung der KI gesprochen und jetzt kommt die Frage, kann sich denn der Mensch mit KI zum Wohle der Menschheit verbessern? Haben Sie dazu eine Meinung? Das ist auch interessant. Da müssen wir erst noch selber eine Meinung bilden, aber da habe ich auch schon drüber gelesen, dass in all diesen Entwicklungen, wo geht es mit KI hin, fällt auch immer wieder der Begriff, also zumindest bei manchen Lektüren so, des Transhumanismus, dass sich die Menschheit selber verändern wird durch KI. Und wenn ich so drüber nachdenke, der Mensch mit KI zum Wohle der Menschheit verbessern, schon. Also ich würde sagen, es geht so in die Richtung, wenn KI uns helfen kann, unsere eigenen Probleme in der Realität besser zu vielleicht aufzudecken und zu verstehen. Es gibt ja immer dieses Beispiel der Diskriminierung, dass KI dann irgendwie aufgrund falscher Datenbasen dann irgendwie ja, Menschen irgendwie pauschalisiert und einordnet und dergleichen. Das natürlich, muss natürlich verhindert werden. Auf der anderen Seite ist KI natürlich nicht irgendwie subjektiv, sondern arbeitet rein mit Daten. Und wenn wir es irgendwie schaffen, dass KI mit ja, irgendwie kontrollierten Daten arbeitet, kann man es auch schaffen, denke ich mal, dass KI zu viel mehr Fairness sorgt und für mehr, ja, für weniger Diskriminierung, für mehr Fairness, für mehr Sicherheit. Also ich denke schon, das ist eine Frage der Herangehensweise. Und ich glaube, da sind wir mit Human-Centered AI auf dem richtigen Weg. Zumindest in Europa, allmählich. Herr Burmeister, ja. Sie nicken. Wollen Sie dazu noch etwas ergänzen? Ja, also dem kann ich nur völlig zustimmen. Es ist, und das haben wir versucht, vielleicht auch ein bisschen rüberzubringen, es ist die Frage, wie wir uns entscheiden, was wir mit Technologie machen wollen und wie Technologie für uns sein soll, das entscheiden ja wir. Also was mich stört an der Debatte über Technologie ganz häufig ist ja, dass so argumentiert wird, als wenn uns die Technologie geschieht. Aber das ist nicht so. Die wird von Menschen gestaltet und konstruiert. Und wir können entscheiden, wie wir sie haben wollen. Also ich habe das jetzt versucht, über diese positiven Erlebnisse so ein bisschen rüberzubringen. Wir können uns dazu entscheiden, dass wir Technologien bauen, die systematisch dafür da sind, uns gut fühlen zu lassen. Also ist gerade das Bundesforschungsministerium hat gerade einen Call laufen. Da geht es um Technologien, die Nähe auf Distanz erzeugen soll. Das ist so ähnlich wie diese Armbänder, die ich vorgestellt habe. Weil wir haben eine jetzt durch die Pandemie geprägt, eine Gesellschaft, die zum Teil isoliert war im Prinzip. Und wir haben auch die Situation durch Globalisierung und durch Mobilisierung der Gesellschaft, dass wir an verschiedenen Orten wohnen und so weiter und dadurch der persönliche Kontakt eigentlich abnimmt, über die Distanz hinweg. Und wir können aber uns entscheiden dazu, Technologien zu bauen, die uns ermöglichen, zunächst einmal ein Gefühl der Nähe zu erzeugen und vielleicht im nächsten Schritt und tatsächlich wieder Nähe zu ermöglichen im Prinzip. Ne? Also und da ist es wirklich so, wie der Manuel Kulze auch gesagt hat, es geht darum, wo wir selber die Ziele setzen mit dieser Technologie, was uns wichtig ist. Und das ist ja eigentlich das Spannende an dieser jetzigen Situation mit der Digitalisierung, weil wir im Prinzip jetzt vor der Frage stehen, wie wollen wir eigentlich leben? Ne? Und man muss, glaube ich, das überwinden, zu sagen, Technologien sind immer Werkzeuge, die dienen immer dazu, effektiver und effizienter zu werden oder produktiver oder sowas. Dann kommen wir aber in eine Situation, wo wir in Richtung Automatisierung kommen, wo uns vielleicht uns Dinge, die uns Sinn in der Arbeit erleben lassen, vielleicht von der KI weggenommen werden. Und andere Dinge, die uns eigentlich nerven, die müssen wir dann noch machen oder so. Ne? Weil diese Paradoxien, die Herr Kulze auch erwähnt hatte, gehen ja in so eine Richtung dann auch. Ne?
Ja, danke. Sie haben jetzt selber noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Da kommen wir vielleicht noch dazu. Jetzt will ich wenigstens noch weitergeben. Unser Nutzer Thomas hat viele Fragen. Er will offenbar selber auch mal mitwirken. Er fragt zum Beispiel, kann jeder Mensch mit einfachen Tools KI entwickeln? Und als nächste Frage dann, warum ist damals in den 50er und 60er Jahren der sogenannten KI-Winter entstanden? Er nennt da Marvin Minsky. Sie wissen, wovon da gesprochen wird. Herr Burmeister, wollen Sie dazu was sagen oder Herr Kulzer? Zum Ersten könnte ich was sagen, auf jeden Fall. Wir sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo es jeder kann, aber auf jeden Fall kurz davor. Ich habe schon mitbekommen, haben schon Anfragen bekommen von Unternehmen, die mittlerweile so User Interfaces anbieten, mit denen man auch komplett ohne Programmierung sich KI zusammenschustern kann. Ich habe noch nicht gesehen, wie das selber aussieht, aber das ist auf jeden Fall gerade in Arbeit oder gibt es schon zum Teil. Und was wir ja auch machen im Kompetenzzentrum, unsere Kollegen, wir bieten ja auch Workshops an, wie man mit recht einfachen Mitteln auch Deep Learning-Systeme selber programmieren kann. Und eigentlich alles, was man dafür braucht, ist ein bisschen Python und ein bisschen Python-Erfahrung, also die Programmiersprache Python. Und ja, ich selber bin jetzt kein Programmierer, aber so was ich gehört habe von unseren Teilnehmern dort, scheint das wirklich recht simpel zu sein. Also wenn ich das ein bisschen kann, dann kann ich mich recht schnell da einarbeiten. Also es ist kein solches Hexenwerk, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und ja, vielleicht in ein paar Jahren, wenn wir Tools haben, die irgendwann diesen Schritt ganz überwinden, dass man sich mit Code auseinandersetzen muss. Von daher bin ich da mal optimistisch. Prima, Thomas bewirbt sich schon und vielleicht noch zum KI-Winter, Marvin Minsky, Herr Burmeister. Ja, genau. Da wäre jetzt wahrscheinlich mir ein Informatiker sehr viel fitter, das zu erklären. Ich werde es mal versuchen. Zu dem Zeitpunkt war künstliche Intelligenz ja sehr stark regelbasiert im Prinzip. Also das heißt ein ganz anderes Gestaltungsprinzip von der Technologie her. Man musste immer Regeln implementieren im Prinzip und dann haben mit Hilfe von Produktionssystemen, so nannte man das, wie man aus den Regeln Schlussfolgerungen ziehen kann. Praktisch dann konnten sogenannte intelligente Entscheidungen getroffen werden. Und das Erstellen dieser Regel Basen, wenn ich das richtig erinnere, das war ein derartiger Aufwand, dass im Prinzip das als wenig effizient irgendwann wahrgenommen worden ist. Und mit diesen neuen Formen, nämlich diesen neuronalen Netzen, Deep Learning-Algorithmen und all diesen Dingen, ist es einfach notwendig, Daten zu haben und die künstliche Intelligenz fängt selbst an zu lernen. Das heißt, dieser Aufwand, also mit Experteninterviews, das Extrahieren dieser Regeln und so weiter, das kann zu einem großen Anteil praktisch ja automatisch passieren über diese Möglichkeiten der neuronalen Netze und dieser Deep Learning-Algorithmen. Ja, danke dafür. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit würde ich tatsächlich vorschlagen, dass wir, wenn jetzt keine direkten Nachfragen mehr sind, für heute erstmal den Deckel drauf machen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Herrn Burmeister und Herrn Kulzer, dass Sie bei uns waren und den Vortrag gehalten haben. Es war viel Information. Es war ein toller Vortrag und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dem, was Sie noch alles vor sich haben werden und Ihre Kolleginnen und Kollegen.